Dum 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 di dum dum dum. Dum 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 di dum. Dum 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 dum. Guten Morgen zusammen. Tempo 9009. Gegrüßt, mein Junge. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken. Ey. Die Technik ist ja sowas, womit ich nicht ganz wirklich gut klarkomme. Ne? Also im Allgemeinen schon, aber jetzt muss ich mal ganz kurz schauen hier. So. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auf mein... Ja, Timbo ist da. Das ist eine coole Nummer. Wir sind noch offiziell offline, sehe ich gerade. Da kommt aber was. Da tut was kommen, kommen tun die Handwerker, das wisst ihr, meine lieben Leute. Und ja, das sieht jetzt aus, als wären wir online. Hallo? Aha. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Aha. So. Ja, dann heiße ich euch erstmal ganz recht herzlich willkommen hier. Live-Stream mit Spielkind 45 hier auf Twitch. Und dann gucken wir mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Aha. Wir sind schon 5 Viewer, das, ne? Guten Tag hier alle miteinander, ne? Ich hoffe, mein Laptop kriegt das geregelt, wenn es hier ein bisschen rauschen sollte, liebe Leute. Das ist mein gutes Laptop. Der macht gelegentlich ganz gerne mal ein bisschen Randale, ne? Und nun, so soll's gehen. So, pass mal auf, Freunde. Ne? Wir wollen nicht, gar nicht lange schnacken. Wir machen mal ganz kurz hier, So, ich muss ein bisschen lauter machen. So, wir sind in Oasis Springs. Das ist eine coole Nummer. Jetzt warte ich mal ganz kurz, bis hier irgendwas passiert. Aha. So, meine lieben Freunde, könnte vielleicht einer nochmal bitte was in den Test schreiben, damit ich sehe, dass das Ding hier bei mir auch am Funktionuckeln ist? Das wäre eine gute Sache. Einmal kurz bitte was im Chat schreiben tun, ne? Tun. Die Handwerker hatte ich heute schon, aber gut. So. Aha. Wir sind, wie gesagt, vor Aces und in Oasis Springs. Wir haben hier das Haus der Bundys. Und die wollen wir ja heute spielen, die Bundys. So, mein Chat geht da aktuell nichts. Ich sehe zumindest noch nichts, ne? Bitte einmal mitteilen, wäre sehr nett, wie es soundtechnisch aussieht. Bin ich laut genug? Ist der Spielesound zu hören? Wie sieht das aus? Ist es alles im grünen Bereich hier? Okay, jetzt sehe ich gerade, so. Timbo, ist alles flüssig und sichtbar. Timbo, das ist gut, super, danke dir. Das freut mich zu hören, und alles easy. Sound ist okay, auch vom Spielesound her. Alles flüssig, alles sichtbar. So. Ja, wie gesagt, wenn es ein bisschen was am Rauschen ist, ne, ihr wisst ja, ich habe keinen zweiten Monitor. Das heißt, ich muss meinen Laptop nehmen und das ist gelegentlich ganz gerne mal was am Abbrummen hier, ne? Aber nur, ne, so geht's, ne, liebe Leute. Gut, wie gesagt, wir wollen heute mal die Bundys spielen, ne? Sims 4, Al Bundy, eine schrecklich nette Familie. Da seht ihr die Protagonisten. Der gute Al Bundy natürlich, ne? Die gute Kelly, die gute Peggy und der gute Budrick, ne? So, auch der, auch okay, also der Sound. Okay, super. Das ist gut zu wissen. Danke dir, Timbo. Das ist eine coole Sache. Dann gucken wir jetzt mal, was die Bundys sind. Ihr seht hier, das ist das Bundy-Haus. Also für Leute, die es interessiert, die Bundy-Fans unter euch. Also wenn es Bundy-Fans gibt. Ne? Ich bin ein riesengroßer Al Bundy-Fan. Ne? Eine schrecklich nette Familie habe ich gesuchtet ohne Ende. Und da hat irgendwer bei den Sims 4 in der Galerie ein Bundy-Haus erstellt, was wirklich super, super cool ist. Und dann muss man sagen, das Ding, also der Typ war ein echter Bundy-Fan, so wie ich, ne? Und hat das Haus wirklich super gut zusammengebastelt. Da werden wir jetzt gleich mal reingehen. Lass ganz kurz nochmal schauen. Okay. Gut, gar nicht lange schnacken. So, da sind sie, da seht ihr, ne? Hier seht ihr die gute Peggy Bundy zu Hause. Ihr seht den guten Al Bundy zu Hause. Ihr seht die gute Kelly Bundy zu Hause. Und ihr seht den guten Bud Bundy. Der Bud Bundy ist natürlich ein bisschen kleiner im Real Life. Allerdings, ne, man kann ja bei den Sims 4 oder generell bei den Sims keine Größe einstellen. Was ich eigentlich sehr schade finde. Ich glaube nicht, dass das so ein wirklich schweres Ding ist, das zu irgendwie einzustellen. Aber das haben sie halt irgendwie noch nicht implementiert, ne? Gut, Sound ist das mal, glaube ich, okay soweit. Ja, jetzt sehe ich gerade, wie ich den guten Patrick vorstelle. Ist natürlich alles ein bisschen mit Delay. Ihr wisst, mit Delay komme ich noch nicht ganz so gut klar, ne? Aber wir gucken mal. So, Sound ist okay und so weiter. Dann gehen wir mal hier auf Spielen, weil die Bundys wollen wir ja spielen. Wuppdiwappdi.
Du suchst eine schnelle Methode, um deine Emotionen zu ändern. Versuche es mit dem Teekocher. Tee-Maggie. Okay. So, mit der Gartenfähigkeit und so weiter. So, okay. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Unfug, Perfektion. Aha. Okay. Gut. Ich bin jetzt ewig lange nicht hier gewesen. Das blinkert auf jeden Fall wunderschön hier. So, Problemkind. Lass einen Sim als Teenager Level 10 der Schelmfle... Okay. Okay, da sehe ich jetzt gerade, wir sind angekommen bei den Bundys. Hier, das ist das Bundy-Schlafzimmer. Gut, ich muss natürlich noch mit der wie soll ich sagen, mit der Steuerung klarkommen, weil ich bin ja eigentlich Sims 3 und 2 Spieler, ne? El Bundy ist hier noch was am Abpennen, sehe ich gerade, ne? So, pass mal auf. El Bundy, mein Freund. So, wo kann ich denn jetzt hier nochmal die Bedürfnisse einstellen? Geht das nicht, weil er gerade pennt? Moment. So, Flumdi-Wumdi. Partylöwen, okay. So, okay, da sehen wir die Dinger auch, okay. Pommes, hi Pommes, mein Junge. Ich grüße dich. Ja, Pommes Fritz hat auch seinerzeit das UGs, was einige aus Late Night kennen werden, bei den Sims 3, in das Spiel gebastelt. Und wir können ja heute mal probieren, das Ding mal zu implementieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das hinkriege, ne? UFO-Mann, hallo UFO, ich grüße dich. Super Sache das. So, pass mal auf. Gut, also ich zeige euch jetzt erstmal, wir machen erstmal eine kleine Hausführung, ne? UFO, das ist schön, dass du doch noch das geschafft hast. So, das ist das Elternschlafzimmer, ne? Hier die Bank davor, ne? Also ähnlich wie im Real Life. Auch die Bundys haben ein Klo an dem Zimmer angeschlossen. Also das ist schon alles eine ziemlich coole Sache. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo ist der gute Budrick? Okay, der sitzt unten am Tisch. Na, noch bin ich im Pausemodus, ne? So, Pommes. Das Sims 3 Haus der Rocksteins auch. Genau, das Sims 3 Haus der Rocksteins hat er auch gemacht. Und die Rocksteins, da gibt es ja auch einige. Also, wer meinen YouTube-Channel kennt, der wird wahrscheinlich auch die Videos kennen. Abonnentenpower, da hat der gute Fritz ein paar meiner Sims nachgebastelt. Und die findet ihr in dem Video unter Abonnentenpower. So, das ist die gute Kelly hier. Guten Tag, Kelly, mein Schatz. Das ist eine coole Sache, ne? Ich muss gelegentlich mal rüber gucken, weil der Chat, den sehe ich da vorne, ne? Das ist, okay. Gucken wir mal, das ist wieder Kelly, das ist der gute Bud, ne? Der guckt jetzt hier ganz traurig in die Gegend, ne? Hallo Patrick, ne? So, okay, dann, pass mal, wir gehen jetzt immer der Reihe nach. Das ist Patrick, der muss Pipi machen, okay. Haben wir hier unten ein Klo? Weiß ich aktuell gar nicht. Ist hier unten, da ist ein Klo. Patrick, mein Junge, pass mal auf, dann gehst du jetzt mal hier eine Runde Pipi machen. So, was ist mit Kelly? Was hat die für Notstände? Die braucht ein bisschen was zu essen und ein bisschen Spaß. So, ihr wisst ja, bei den Bundys gibt es ja chronisch nichts zu essen, ne? Weil Peck, die gute Hausfrau, nicht wirklich Bock auf Kochen hat. Aber mal gucken, vielleicht ist ja was im Frühstück servieren. Pass mal auf, Kelly, mach doch mal ein Rührei für 10 Pfeifen. Das wird doch eine coole Sache. Da kriegt Elle auch was zu essen. Na, normalerweise ernähren die sich von Seetang und hast du nicht gesehen? Das ist alles ganz schrecklich, ne? Wir wissen das, ne? Okay, ich muss gelegentlich mal auf den Chat gucken. Ach Gott, wir haben hier noch die Weihnachtsdeko drin. Da seht ihr, wie lange ich das nicht gespielt habe, die Sims 4 El Bundy. Das war noch zu Weihnachten und ich glaube, das war letztes Jahr. Oder war das dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir lassen das mal hier, einen schönen Schneemann. Aktuell lassen wir das nochmal. Wir müssen mal ganz gucken. Du solltest mal die Weihnachtssachen rausschmeißen, sagte Fritz gerade. Ja, das können wir machen. Wie war das denn nochmal mit dem... warte mal, das war, glaube ich, im Baumodus. Und da können wir das, glaube ich, verkaufen. Wenn ich das jetzt hier... Okay, der ist weg. Das gibt auch Kohle. Den Schneemann hauen wir auch weg. Hauen wir auch weg. Das hauen wir auch weg. Die Sterne hier. Okay, die Sterne können wir auch wegkauen. So, jetzt müsste eigentlich alles... alles wieder normal sein. Ist das richtig? So, pass mal auf. Ich bin jetzt wieder ganz normal, ne? Okay, Weihnachtsdeko haben wir gerade entsorgt. So, hier ist die Garage, ne? Für Bundy-Fans wissen, in der Garage geht einiges ab, ne? In den neueren Folgen, ne? Tag da, no ma'am. Und ja, ich finde, wie gesagt, dieses Haus ist wirklich bombastisch gelungen. Ne? Guckt euch mal die Küche hier an. Alleine, ne, das ist echt der Kühlschrank und hier die Theke, das gibt's alles tatsächlich im wahren Haus der Bundys auch, ne? Hier die Wäsche ist ein bisschen gut gestapelt für Peck, ne? Weil Peck macht ja nichts im Haushalt, das wissen wir ja, ne? Und insofern, okay. So, gut. Gut, Weihnachtssachen, Fritz, alles weg. Das ist eine coole Sache. So, gehen wir nochmal zum guten L hoch, wie der hat auch Hunger. Ja gut, L, ne? Du wirst gleich im Gegensatz zur Serie, ne, was zu essen kriegen. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. So, Patrick, pass mal. Wir machen jetzt hier mal, ich gehe mal auf Palais. So,
dann geht der gute Buttrick jetzt erstmal was Pipi machen, ne? Und gut, Weihnachtssachen, Fritz, wie der geht, ne? Guck mal, er muss wahrscheinlich doch schon sehr dringend, ne? So, die gute Kelly, ne? Hey, Kel, Baby! Okay. Ja, Kel macht sich jetzt erstmal was zu essen. Die macht jetzt Rührei, ne? Mhm, okay. Ja, rühre, rühre, pam, pam. Mal gucken, ganz kurz, mal, gute Peggy, wie du pennst, Baby, du pennst. Energie ist aber voll. Und bei L? Okay, dann. L, pass mal auf, Kollege, ne? Du hast es hier genug gepennt. Du gehst hier erstmal auf die Ferguson und gehst einmal kurz bitte da eine Runde Pipi machen, ne? So, okay, Kelly zaubert noch was zu essen. So, Fritz Pommes, jo, gut. Okay, so, Kel, kriegst du das hin? Mit, nicht, dass die Hütte wieder am Fackeln fängt. Wir wissen ja, ne? Im letzten Stream oder im vorletzten Stream, glaube ich, bei der Glitch-Familie, hat die Hütte gebrannt, weil der gute Crochet. Okay, also für El Bundy ist das immer noch ein Königsmal, das muss man einfach so sagen. Ja, okay. Was ist. Oh, okay, du sitzt was in der Banne. Banne, das kann man machen. Der gute. Ja, das ist ein Problem. Wenn einer weiß, wie ich die Tattoos bei L wegkriege, dann mache ich das auf jeden Fall weg. Den habe ich zufällig tätowiert. Das war mir gar nicht bewusst. Aber L, gehst du jetzt was essen oder was machst du jetzt? Ich denke mal, ne, der Mann ist froh, dass er was zu essen kriegt. So, die gute Pecco, lassen wir sie pennen. Ist irre, ne? Sie kennt sich aus beim Pennen, ne? So, okay, Kelly hat das echt hingekriegt. Da bin ich doch sehr, sehr beeindruckt. Warte mal, können wir das Buch ja nicht mal irgendwie wegpacken? Hier, pack das mal irgendwie. Ja, genau, pack das mal rein, ne? Ey, was tust denn du dir in Schädel? Joghurt? Da, ne, Kelly, deine Tochter hat was zu fressen gemacht. Hä? Okay, was ist Batty mit der Quietsche-Ente am Spiel oder was, Kollege? So, meine lieben Leute, ist denn der Spielesound okay? Weil letztes Mal war der ein bisschen leise. Wanna bash. Wanna bash. Sag mal, wo musst du arbeiten gehen, Kollege? 16 und pfeifen die Stunde. Also wir wollten ja aus dem guten El Bundy wollten wir einen Sportler machen. Ne? Aber wir wissen ja, in der Serie hat der Typ nie wirklich das 4 Touchdowns in einem Spiel. Das ist aber nur eine Geschichte, das wissen wir nicht. Und hier in diesem Spiel hat er tatsächlich die Möglichkeit, eine sportliche Karriere wieso ist Kelly unwohl? El ist auch unwohl. Freunde, was los? Alles gut. Fritz, das ist nett. Super. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier erzählen. Okay. Aha. Okay. So, Bud Besöhner war am Planschen. Ah, da kommt er raus. Was ist denn Peggy, du faules Stück? Ah, da kommt sie, die Süße. Ne? Jetzt geht sie, ne? Gleich vom Bett zum Sofa. So kennt man Peggy Bundy, ne? Das ist, bleibt nicht aus. Na, wie sie geht, ne? Wunderbar, ne? Ah. Ja, ich bin Peggy Bundy. Trillalalala. Alles gut, super. So, sie nimmt sich natürlich aus meinem Rührei. Das ist eine gute Sache. Bud, wo ist Bud? Hä? Bud ist in der Schule. Kelly, musst du nicht auch in die Schule irgendwie? Ich meine, die ist noch, aber ich meine, Kelly, die geht ja nur in der Schule, um ihre Nachrichten abzuholen, ne? Ist ja, ne? Oh, ja. Du sollst ja nicht abschleppen, ne? Gut, also Leute, diese Staffel in El Bundys nicht verfolgt haben. Wir haben auch die Marcy Darcys, ne, haben wir auch hier im Nebenhaus, glaube ich, reingeballert. Hier wohnt also Jeff und ist das Marcy? Ne. Jeff und Marcy Darcy. Den guten, wie hieß der erste Mann noch? Steve Rhodes. Wir haben uns für Jefferson irgendwann entschieden. Dag, Freunde, was ist los hier? So, alles gut. Bis wann hast du vor zu streamen? Fritz, bis um 7:30. Ich denke mal 2 Stunden. Das ist eine gute Zeit. Ich habe auch heute noch was vor. Insofern bis 7:30 werde ich wohl die Sache hier durchziehen. Bis dahin werden wir vermutlich eine Menge Quatsch machen. So, okay. El Bundy? Aha. So, weiß denn einer, wie ich die Tattoos bei El wegkriege? Kriege ich das auch hier im Spiegel? Und die Tattoos, kann ich die irgendwie wegmachen? Wenn das einer weiß, wäre ich sehr dankbar, ne? El räumt auf. Sag mal, El Bundy, du bist El Bundy, du räumst doch nicht auf. Das ist unglaublich. Ja, wie sitzt es umgeht? Kelly ist doch zur Schule gegangen, also hat wahrscheinlich ein paar Nachrichten gebraucht, ne? Pac-Man, Schatz, was machst du jetzt gerade? Ihr wollt aber nicht jetzt irgendwie schmutzige Dinge tun. Wie, El, was machst denn du da oben mit der... Kollege, was machst du? Sag mal, irgendwie geht's dir noch gut oder was? Ja, denkst du an deine Ferguson?
Freunde. Okay, er geht durch Peggy durch. Das kommt gelegentlich vor. Aber wieso hast du den Kram hochgetragen, Ellie Boy? Kannst du mir das mal erzählen? Mr. Bundy? Mr. Bundy, was machen wir jetzt? Gut, die haben natürlich keine Spülmaschine, ne? Das heißt, Elle muss jetzt hier von Hand spülen. Aha. Soweit ich weiß, kriegt man die nur mit Cheats weg. Ah, okay. Das heißt, die Tattoos kriege ich gar nicht weg. Das ist schade, aber gut zu wissen, Fritz. Wir machen gleich mal, lassen wir den guten Elle sich richtig anziehen. Dann, war das mit den Klamotten wechseln, ne? Joggen gehen, Outfit ändern. Wir machen mal ganz normale Alltagskleidung, damit man sieht, wie der gute Elle Bundy aussieht, ne? Hier. Ne? Der steht mir. Schuhverkäufer, ne? Da ist er, ne? Mr. Elle Bundy? Gut, also Fritz sagt, die Tattoos gehen nur mit Cheats weg. Das ist natürlich schade, aber nicht zu ändern. Peggy, mein Schatz, was machst du? Pogemäuber? Baby? Wolltest du jetzt ein Absterben oder was? Okay. Na, El hat coole Move drauf. So, jetzt kommt Peggy und... Peggy, hallo? Froma. Angespannt? Zagorquist, ja, pass mal auf. Über Probleme beschweren. El, du bringst zu wenig Geld nach Hause. El, du elender, stickender Schuhverkäufer. Fibner? Fina? Finzi Jungi! Finzi Jungi hat sie gesagt. Habt ihr das gehört? Orphan? Kamura? Okay. Ja, ich gucke nämlich immer mal wieder auf den Chat, liebe Leute. Na, das bleibt nicht aus, das müssen wir bringen. Ne? Penny so. Rujenga? Habani? Habani? Doyum Galeb? Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier gucken, was bei Elle so die Arbeitsgeschichte sagt. Ach, das ist Peck, pardon. Da muss ich mir drauf achten. Okay, Tagesaufnahme trainieren. Er hat abgeschlossen, genau. Wann muss er denn losgehen? Also 3 Tage in 4 Stunden bis zur Arbeit. Okay, also er muss heute noch arbeiten. Pass mal auf, wie sitzt denn hier mit deinem Hunger? Ja, pass mal auf, dann hat hier Kelly hat doch so schöne Rühreier gemacht. Dann hau dir doch mal einen Rühreierschädel, Alter. Dann hast du auch keinen Hunger. Pass mal auf, hier Gericht nehmen, wuppdiwappdi. Das ist eine coole Sache. So, alright. Ne? Du, mein Schatz, wirst den Kram jetzt hier mal ausschalten und wirst dich, wie man es von dir gewohnt ist, ne? Fernsehen, denn wir wissen, ne? Pack, ne? Ist Oprah und wie heißt der andere? Ich weiß nicht, irgendwie auf jeden Fall schwerstens TV-abhängig, ne? Der Fernseher ist nicht wirklich groß, aber ja, nun, das muss man irgendwie gucken, ne? So, El Bundy haut sich jetzt was in den Schädel. Hier, gute, wer war das? War das von Kelly oder was? Von Kelly. Okay, die hat die jetzt nur hergestellt, okay? Was, schmeckt das nicht oder was? El? Okay, er isst gerade, ne? Ja, essbar. Whisper? Wie Whisper? Das ist kein Whiskas, Alter. Das ist ein gut gemachtes Rührei von deiner Tochter. Hä? Du stinkender Schuhverkäufer. Peggy, mein Schatz. Was ist los? Was Trauriges? Oder? Oh, eine Romanze. Ja, da kommt es natürlich ganz romantisch drauf. Das wissen wir, ne? Irgendwie steht die Lampe ein bisschen im Weg. Na, aber gut. Oh, sie ist kokett. Oh, das will Elle wahrscheinlich gar nicht wissen, liebe Leute. Ne? So. Oh, John. Okay, also die scheiß Tattoos, ich weiß nicht, warum ich die gemacht habe. Ich hatte mehrere Bundys gemacht und glaube ich beim letzten habe ich dann irgendwann, bei dem ich jetzt hier hängen geblieben bin, habe ich dann irgendwann die Tattoos reingehauen und dann waren sie drin und jetzt kriege ich sie nicht mehr weg, ne? Aber gut, ja, nun, so ist das Leben eben. Es muss auch Beben geben, ne? So, die gute Pack ist natürlich dauergeil, das wissen wir, ne? Und können ja mal probieren, ne? Aber ich denke mal, ne? Leidenschaftlich küssen, das ist, probieren wir mal. Wir gucken mal, was bei rumkommt, ne? Oh Gott, El Bundy. Okay, das würde El natürlich im wirklichen Leben, ne? Da würde er sich drücken, wie es irgendwie geht, ne? Jetzt ist er komplett durch den Wind. Dark Soul, okay. Okay, und Elle geht gleich zum ersten Mal arbeiten. Ich weiß gar nicht, weil wir haben aus ihm, ne, wollen aus ihm einen Profisportler machen, ne, weil im Gegensatz zur Serie, wo er nur immer von seinen 4 Touchdowns erzählt, da soll er hier auf jeden Fall mal gucken, dass wir da mal richtig was am Start. Er kann da mal zeigen, was er wirklich drauf hat, der gute Bundy. So. Jetzt tu mir doch einen Gefallen, schreib mal was in den Chat, weil irgendwie, glaube ich, könnte das sein, dass mein Chat hier was am Abhängen ist. Bitte einmal kurz was im Chat schreiben, dass ich sehe, dass das Ding noch am Englovieren ist. Das wäre eine total nette Sache von euch.
Patur. Patur. Tumba Krimbau. Okay. Ciao. Missy Deluxe. Ah, okay. Das war sehr nett von dir. Danke dir, mein Freund. Ne? Alles easy. Ich grüße dich. Ne? Ich weiß nicht, wie steht's bei Dortmund? Ne? Weil Missy Deluxe ist ja, ne, ein riesen Dortmund-Fan. Das wissen wir ja. Ne? Okay, El Bundy muss in circa einer Stunde mal lochen. Das ist cool. Hufemann-Test. Super. Alles klar. Perfekt, Freunde. Ich danke euch. Alles hier im grünen Bereich. Ich bin jetzt noch gerade bei der Knutsch-Szene, wenn ich jetzt hier auf meinen Stream gucke. Ja, wie gesagt, das wollen die guten Bundys nicht wirklich sehen. Ne? Also der gute El Bundy, ne? Jetzt macht das schon von selber. Das ist ein El, du wirst mir unheimlich. Man, wer weiß, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er nicht als Schuhverkäufer geendet hätte. Und scheint ziemlich geil aufs Tatzen zu sein, der gute Bundy. Ja, okay. Kelly, Peggy? 0-0 für Dortmund, das ist gut, ne? Krüger, das ist eine prima Sache. Was machen wir denn, scheiß mal hier aus, bevor ich mir wieder irgendeinen verdammten Content-ID-Treffer einfange. Und, Perpetually, genau. So, Peggy, mein Schatz, pass mal auf, ne? Ja, Gross, du wirst dir jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen, ne? Alterskleidungsmächtig anziehen, ne? Nachdem wir jetzt wissen, dass es 0-0 für Dortmund steht, da, das ist die Pack, wie ich sie haben will, genau. Super. Ey, musst du schackern jetzt, oder was? Geht er kacken oder was macht er? El, wo gehst du hin? Er geht an Computer, ne? Wer kennt die Folge, ne, wo die Bundys einen Computer kaufen, er da gar keinen Bock drauf hat und richtig viel Kohle, ne, dafür ausgibt und dann hinterher. Hallo, X im Emiliax. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sei gegrüßt, mein Junge. Oder meine Frau, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, ne? Hallo, schön, dass du da bist. Ja, gibt's auf jeden Fall. Oh, El geht arbeiten. El geht schackern. Es gibt auf jeden Fall eine Folge, da kaufen die einen Computer. Marci natürlich, ne, empfiehlt das Teuerste vom Teuersten. So, okay, dann machen wir was mal auf. Wir machen jetzt mal Folgendes hier. Peck, Süße, du gehst jetzt mal die Darcys besuchen. So, alleine. Erstmal alleine. Gucken, ob die Darcys da sind, ne? Das ist halt eine Sache, die ich halt bei Sims 4 richtig kacke finde, ne? Du gehst irgendwo anders hin und musst eine Reise antreten. Also, ne, keine Open World. Was sehr, sehr schön ist, Derek Chan, sei gegrüßt, hallo. So, pass mal auf, hier haben wir gerade mal die Marci Darcy, ne? Begrüß sie mal, ne? Oh. Kommt hier nach Hause. So, pass mal auf, hier Komplimente übers Haus machen, mach's mal, ne? So, Derek Chan, ich grüße dich auf jeden Fall. So. Kim Store. Kim Store. Na, das hat, wie gesagt, hier Marci Darcy, das ist der gute Jefferson, ne? Jefferson? Hallo? Lieber. Da freut er sich, ne? Super. Ja, Kemba. Ja, pass mal auf, komm hier mal rein, in den Bums oder was, ne? Haus beleidigen. Okay, parodier mal lieber jemanden, das ist, glaube ich, eine Runde cooler. Ja, aber nur Darza. Ah, Jefferson, ne? Okay. Du bist ein Huhn! Marci, du bist ein Huhn! Okay. Ich würde jetzt ganz gerne mal reingehen in den Bums hier. Können wir da irgendwie mal rein? Wieso stehen wir denn davor? Ne? Mein Tür klopft mir. Also ein bisschen blöd, wenn die, ne? Wir stehen direkt beide davor, ne? Da wäre es ein bisschen sinnlos, hier mal eben kurz die Tür anzukloppen, ne? Hispa, okay. Ja, das... Aha. The Hangrips, okay. Schwoos, hat er gesagt. Das, Jefferson, ich bin, ne, weit über die Fähigkeit, dass du nur längst hinaus entsetzt. Ist Mikos Karenzi, okay. Sibbewum Florib. Rouge Skiba. Wir würden uns ganz gerne mal hier rein. Pass mal auf. Was ist los? Unwohl. Warum fühlt ihr sich unwohl? Schlechter Nachgeschmack, weil mit schlechtem Essen. Hör mal, das hat, ne? Ihr seid froh, dass ihr überhaupt was zu essen bekommen habt, ne? Das ist. Wo gehst du hin? Hallo? Nach Hause? Wieso gehst du nach Hause? Da habe ich nichts von gesagt. Sind die denn so scheiße, die Jefferson, oder was? Darcy, Marci Darcy. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal, ne? Marci Darcy und Jeff gesehen, ne? Aber dass Kelly jetzt, Peggy jetzt einfach nach Hause geht, verstehe ich ja gerade gar nicht. Was macht's denn jetzt? Jetzt wühlt sie im Müll. Peggy! Das ist unglaublich. Ey, Peggy, bitte, ich bitte dich. Sag mal, jetzt ohne Scheiß, ne? Muss das denn wohl wirklich sein? Was machst du jetzt? Snurse. Joyba Snurse. Hast nichts gefunden. Ja, wenn dein Mann zu wenig verdient, ne? Ist schon scheiße, ne? Da sind die Schuhverkäufer. Bei hier in diesem Spiel, Baby, ist er kein Schuhverkäufer. Wir machen aus ihm einen Profisportler. Was ist los? Bist du schlecht drauf, Süße? Unwohl. Ja, komm. Ne? Schlechtes Essen ist besser als gar keins. Ne? Bei euch gibt es sonst gar nichts zu fressen. Jetzt ist er wieder gut drauf. Okay.
Was hat sie? Sie denkt an Kohle, genau. Ja, ich habe sie, also, ne, ich kann da mal ganz kurz hier auf ihre Einstellungen gehen. Was haben wir denn hier so? Moment. Simonologie, ne? Sie ist also faul, ne? Wie Peg Bundy natürlich auch wirklich ist. Sie ist materialistisch, weil sie will immer Geld ausgeben, ne? Sie ist eine Chaotin, weil sie macht nichts im Haushalt und sie ist aber aufgeschlossen, halt sehr beliebt, ne? Das ist unsere gute Peg Bundy, ne? So, Peg, was denn, bevor du hier dumm rumstehst, wo ist denn das Haus der Darcys? Pass mal auf, ich will jetzt mal ganz kurz hier. Wo ist das Bundy-Haus? Moment. Man verläuft sich ja hier doch sehr, sehr schnell. Das müsste das. Das ist Bundy-Haus. Pass auf, dann gehst du mal an die Tür klopfen. Ich will jetzt, dass du die Darcys mal besuchst, Baby. Wie sie geht, ne? Schön, so geht's ja auch in der Serie, ne? Sie watschelt ja mehr oder weniger, ne? Und ja. Da geht ein Trampel, ne? Das ist sie natürlich ganz und gar nicht. So, jetzt will ich mal ganz kurz in das Haus von denen da. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon eingerichtet habe. Das Darcy-Haus da. Okay, da steht nicht wirklich viel drin. Was habe ich da reingemacht? Da steht ein Kühlschrank, da steht ein Sofa, ein Fernseher und ein Schlafzimmer. Oh Gott, ihr lebt sehr spontanisch. Okay, dann pass mal auf. Dann mach mal mit. Kannst du da mitmachen oder so? So, pass mal auf. Witz über alte Zeiten machen. Genau. Konzentriert. Aha. Sie! Mumba, ja, lieg doba. Gelna, Bambu. Bambu? Das ist ja unglaublich. Arvin. Hobi Ray soars home. Sarflo's on it. Take a store. It's a frog. Give it to Bab. Renique was so. Ja, das Haus ist natürlich, dann gibt es hier mehrere Etagen. Ich glaube, hier gibt es nur die eine Etage. Ja gut, ich meine, ich habe die Darcys wirklich nur, sagen wir mal, sehr sporadisch, sehr, sehr, wie ihr seht, sehr provisorisch eingekriegt, dass sie auf jeden Fall im Spiel zugegen sind. Ne? Vielleicht müssen wir irgendwann mal gucken, dass wir da mal ein bisschen was machen, so haushaltstechnisch, ne? Weil, ne, it is, it is. Ne? So, pass mal auf. Sehe ich jetzt irgendwo die Zeit, die wir haben? Wir haben ein bisschen Kohle. Die Zeit sehe ich, glaube ich, gerade nicht. Ne? Ja, Jefferson, ne? Jefferson Darcy, ne? Der ist ja dann nach Steve zu Rose gekommen. Ja, also die ersten, was weiß ich, 4, 5, 6 Staffeln, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln der gute Steven dabei war. War halt der Mann von Darcy, von Marcy, Steve, ne? Und dann kam irgendwann Jefferson. Ne? Ja, jetzt reden sie gerade hier im Schwachsinn von Cupcakes, ne? Ich weiß es nicht, ne? Ja. Veranoi. Also ganz kurz, komme ich denn irgendwie an den komme ich gar nicht dran. Der ist bei der Arme. Aha. Lunkes, Yakana. No melody. Simbozi, Shanisi go. Mimlet. Ja, gut, pass mal auf. Uchima Tissaweb. Können wir was können wir erstmal ein paar Schweinereien, ne? Tiefgründige Unterhaltung, ne? Okay, über die Nachbarn tratschen, genau, ne? Mr. so und so hat wieder und Mrs. so und so, ne? Was ist das jetzt hier? Plaudern, ne? Es wird immer nicht geplaudert, es wird immer getratscht. Ich will, dass du tratscht, über den Nachbarn. Du kannst sie ins Roxanne-Haus einziehen lassen. Schreibt Pommes Fritz gerade. Ja, müssen wir mal gucken, Fritz. Also jetzt aktuell werde ich hier nichts machen. Ich werde hier also nichts ändern und wir müssen einfach mal gucken. Wir werden gleich vielleicht noch probieren, das Yuji's reinzuballern, aber das war's dann heute, weil du weißt ja, ich kenne mich mit der ganzen Scheiße nicht so wirklich gut aus. Und insofern müsste ich das so Sachen, die ich dann im Offline machen müsste. Quasaru. Okay, siehst du gerade, was ist mit so einem Tratschen hier? Marcy plaudern, okay? Mhm, aber weißt du was? Oh, der muss sich was abtrainieren, ne? Cool. Ja, gibt ja auch eine Folge, wo Jefferson Geheimagent ist oder so, ne? Das ist so vom Allerfeinsten. Also wieder die Bunnies liebe ich immer noch heiß und ähnlich, ne? So, pass mal auf. Peg, mein Schatz, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause, ne? Da müssen wir, glaube ich, mal wieder laden, ne? Das ist irgendwie. Eigentlich müssen die nur rübergehen. Bruhana Fabisi. Bessig Musma Flurib. Ja, das klingt auf jeden Fall amtlich. Fledermäuse, ja. Elbandi, Schuhverkäufer und so, ne? Campbell Veruda Dibba West. Mhm. Bruhana Deloba. Okay, die verstehen sie aber, das ist eine coole Sache. Mhm. Jeff hat sie gesagt, ne? Ja, Jefferson, der Name ist schon richtig. Ne? Süße, du kennst dich aus, aber trotzdem möchte ich, dass du jetzt ganz gerne nach Hause gehst. Zurück nach Hause. Da geht sie, ne? Stolziert sie, ne? Die gute Peg stolziert ja immer mehr. Ne? Das ist, ne? Oh. Oh. Okay.
Mal gucken, ob der es wieder laden muss. Ne? Den, ja. Deswegen mag ich die Sims 4 nicht. Bei den Sims 2 ist das echt okay. Aber ne, bei den Sims 4, wenn du wirklich nur über die Straße gehen willst, ein anderes Haus und so, und dann so eine Ladescheiße, das ist, tut mir leid. Also, ne, deswegen mag ich die nicht wirklich. Ah, Kelly und Peck sind aber auf jeden Fall schon da. So, pass mal auf, ne? Mit dem Tag verschönern, genau. Und bei Komplimente bei Outfit, ne? Gut. Der gute Buttwick ist natürlich hier was im Smartphone am Daddeln, ne? Geht jetzt so ganz stolz rein, ne? Hey, Kel? Was ist mit dir los? Kel, was heißt das? Okay, sie fühlt sich okay. Hey. Ja, hallo du, der Fuchslurch. Ich grüße dich, Fuchslurch. Das ist auf jeden Fall, ne? Kelly Bundy, ein sehr schönes Mädchen, ne? Und die gute Peck kann sich natürlich auch für ihr Alter noch sehen lassen, ne? Und das ist, ne, vom Allerfeinsten, ne? Das sind halt die Bundys, ne? Ja, und jetzt? Bart, was willst denn du jetzt machen? Aha, was will er? Schön dekoriert, okay. Okay, dann machen wir hier einen Straßenstand-In, ne? Stand-Oscar machen. Wer kommt denn da? Grinsebacke und Co., ne? Close it. Ah, Bayumi. Ina. Whitney Nush. Whitney Nush. Weibo. Okay. Aha. Bäm. So, befriedigst du deine alte Geilheit in Sims 4? Ja, das kann man so sagen. Also wie gesagt, Geilheit ist jetzt wirklich nicht das ganz richtige Wort, aber ne, ich bin halt entsprechend ein alter Bunny-Fan. Rinke Schaubo. Aha. So, Min 2100 ist nur ein Spielkind. Das finde ich gut, ne? Sei mir begrüßt, das ist eine coole Sache. Okay. Aber Freunde, wollt ihr nicht mal reingehen? Ist so irgendwie ne, ich meine, hier draußen ist schön, ist schon richtig. Jetzt kloppen sie sich, ne? Okay. Das ist wie in der Folge, ne? Da hauen sich ja auch immer, aber das scheint mehr oder weniger freundschaftlich zu sein, ne? Also bist du ein Hartz-IV-Empfänger? Ja. Okay, Furchen durch, das ist schade, ne? Aber ja nun, wenn du meinst, dann... Ne? So, ich habe noch Sims 1 in den Schränken. Habe ich auch. Ne? Allerdings habe ich Sims 1 leider hier nicht ans Laufen gekriegt. Sonst hätte ich Sims 1 auch mal gespielt. Okay. So, Buttrick, was los, Kollege? Naja, okay. So, Kelly, meine Süße, was machst du jetzt hier gerade? Oh, sie liest ein Buch. Kelly, das geht irgendwie gar nicht. Du kannst ja kein Buch lesen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen hier auf der Gitarre spielen? Genau, bist du mal ein bisschen hier was am Rocken, ne? Ja, super. Und Buttrick, bist du immer noch draußen? Oh, El Bundy ist auch wieder zu Hause. Cool. El, mein Freund, wo bist du? El Bundy. Es ist El Bundy. So. Oh Gott, das klingt natürlich jetzt auch richtig schaurig, ne? El, mein Freund, pass mal auf. Was können wir dir jetzt Gutes tun? Du bist eigentlich relativ gut zufrieden. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Bedürfnisse, Arbeit. Was brauchst du? Ideale Stimmung, Energie geladen. Okay, er muss trainieren. Nicht begonnen. Gut, dann trainieren wir auf jeden Fall gleich ein bisschen, beziehungsweise jetzt gucken wir erstmal, wie er drauf ist. Ne? Moment. Aha. Okay, das Essen, was Kel gekocht hat, scheint richtig kacke zu sein. Ne? Insofern, ne? Gut. So, eine schrecklich nette Familie. Das ist ja mal was Neues. Ja, so neu sind die nicht, ne? Aber, wie heißt du? Marlon Wagner. Marlon Wagner, so ganz neu sind die nicht, aber sie sind halt entsprechend, ne? Irgendwann mal auf dem Kanal bei mir aufgelaufen und ich habe sie gebastelt und... Deswegen gibt es jetzt hier erstmal eine schrecklich nette Familie, ne? Und das Haus übrigens, ne? Ist von einem riesen Bundy-Fan gemacht worden, denn wer die Bundys kennt, der wird sehen, dass das Haus sehr, sehr, sehr echt originalgetreu ist. Ne? Das ist, wie geht's mir so? Ja, mir geht's erstmal prinzipiell gut. Da kann ich mich nicht beklagen. So, alright. Elle macht sich auf jeden Fall einen Kaffee, das ist eine coole Sache. Ne? Das ist das Einzige, was er normalerweise, ne, zu essen kriegt, ne? Ach so, ja, Marlon, das ist, ne, die Bundys, ne, ich bin ganz alter Bundy-Fan, ne. Und der gute El, ne. Muss ich mal ganz kurz schauen. So, Marlon Wagner ist nun ein Spielkind. Ich danke dir, super nett von dir. Pass mal auf, wo ist denn eigentlich Buttrick? Kollege, wo bist du? Der ist am Pennen.
Glaube ich ja gerade gar nicht. Wieso ist denn der jetzt schon pennen? So viel Energie. Kel? Okay, Kel spielt ein bisschen Katarre, ne? Das kann man bringen. Bim, 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 bim. So. Ah. So, das guckt mein Vater immer auf Rinito, ja. El Bandi kann man sich geben, auf jeden Fall. Ja, das ist eine coole Sache, weil es ist Kult, ne? Kult am Pult, ne? Das ist so. Gott, da kommt Kelly, ne? Ist aber am Klampfen. So, was haben wir hier? Bommes ist nun ein Spielkind. Fritz, ich danke dir. Super, coole Sache, das. So, okay. Kauf dir eine neue Dunstabzugshaube. Die hängt nicht in der Wand, sondern in der Luft. Okay, stimmt. Aber ich habe das Haus nicht gebaut. Wieso hängt die in der Luft? Aha. Ja, die Bandys brauchen sowas nicht, ehrlich gesagt. Ne? Das ist eine Decke. Decke. Aha. Ja, Pack kocht bekanntlich nicht. Insofern ist das bei den Bunnies erstmal, wie soll ich sagen, Luxus. Ne? Sowieso, dass der Herd hier steht. Das ist ja, ne, das, was sagte Pack irgendwann in einer Folge. Ne? Das ist das große, stählerne Ding. Ne? Das heiße, große, stählerne Ding. Worauf dann der gute L sagte, Baby, du bist das heiße Ding hier. So, pass mal auf. Aber Kelly, das Wirbel gibt mir doch jetzt ein bisschen was auf den Senkel. Du könntest jetzt nochmal hier, glaube ich, eine Dusche vertragen. Pass mal auf. Ah, Dusche ist, glaube ich, oben. Ne? Dann gehen wir mal einen höher. Pass mal auf. Ey, das ist am Trainieren. Coole Sache, das. Na gut, dann musst du doch wohl eine Wanne nehmen. Dann, ne? Moment, dann gehst du jetzt mal lecker. Ne? Gehst ein bisschen was baden, weil du bist am Stinken, Kell. Ne? Dann, ne? Das ist nicht gut. Peck? Was machst du denn da, Peck? So. Nur auf dem Handy mit einem Kon. Ah, okay, alles cool. Ja, Fritz, super. Warte, und arbeiten bei der Schulladen. In dem Spiel arbeiten kann. Ja, genau. Wir haben, also für diejenigen, die Staffel bei mir bei YouTube nicht gesehen haben, L ist ja ein alter Schuhverkäufer, aber wir haben jetzt hier in dieser Staffel, beziehungsweise in diesem Let's Play, wollen wir aus L den Profisportler machen, der er in der Serie immer sein wollte und das nie geschafft hat. Ne? Von wegen, ne, hier 4 Touchdowns in einem Spiel und das soll er irgendwie, ne, soll er hier in diesem Spiel auf jeden Fall schaffen. Deswegen arbeitet er jetzt aktuell als Sportler und Energie. Okay, pass mal auf, dann würde ich sagen, ne? Was kommt jetzt? Okay, nimmt sich erstmal einen Kaffee, gut. Der gute Bud ist echt was am Pennen, das glaube ich ja gerade gar nicht. Gut, Kelly sitzt was in eine. Jetzt ist die Blase noch irgendwie am Drücken, ne? So, die Hygiene ist aber wieder ganz gut dabei, ne? Also, gehst du jetzt nochmal eine Runde Pipi machen, ne? Simwum, dann gehst du was pennen. Wo war denn nochmal Kellys Zimmer? Weiß ich gar nicht mehr genau. Und das ist das. Genau, das war Kellys Zimmer. Danach machst du ein Nickerchen, ne? So, und Al, mein Freund, du bist, glaube ich, auch. Du könntest aber noch was essen, Alter. Ich meine, du gibst eigentlich ja nichts zu essen, ne? Für den guten Catering könnten wir auch machen, ne? Abendessen. Schnelle Mahlzeit. Pass mal auf, dann hau dir mal einen Haferbrei rein. Das gibt eine ordentlich Kraft, ne? Und schmeiß eine Party. Pardon, eine Party müssen wir mal gucken. Also so viele Leute kennen wir hier noch gar nicht, dass wir eine Party wirklich schmeißen könnten. Aber wenn, dann natürlich mit den Jefferson, mit den Darcys, ne? Also Jefferson und Marcy Darcy. So, würde ja sagen, ne? Was ist sich denn die Kelly hier so am Abschleppen? Kind, was los? Energie. Boah, siehst du, was ist mit dir los? Ah, okay, Hände, ist da kein Dings drin? Moment, hier ist kein Waschbecken. Okay, sie wäscht sich aber fleißig die Hände. Das finde ich gut und dann gehst du was pennen, ne? Ja, jetzt geht's weit pennen. Okay, pass mal auf. Mein Freund, ne? Du wirst auch wahrscheinlich am besten im Bett aufgehoben sein. Habe ich dich nicht noch was essen geschickt? Okay. Ja, ne? Die einzige, die nur halbwegs Energie hat, ist natürlich die gute Pack, ne? Weil die macht den ganzen Tag nichts, ne? Also sieht so aus, als furzt sie in die Badewanne. Das kann natürlich sein. Wir wissen es nicht, ne? So, pass mal auf. Süße, gehst du auch pennen? Ah, ja, sie geht an den Rechner. Hübsche, Hygiene. Hübsche. Pass mal auf, dann geh doch mal. Ja, die spielt ein bisschen FIFA, ne? Dann geh doch jetzt erstmal was duschen, Süße. Pass mal auf. Ah, das sind die Bücher im Moment. Gehst du erstmal was duschen, schnell duschen. Und danach meine Empfehlung, ne, legst dich zu dem guten L in die Tonne. So, schlafen. Faules Nickerchen könnte man auch theoretisch machen, aber mach doch mal mit der Peggy rum. Das haben wir schon gemacht. Das müssen wir mal gucken. Jetzt müssen sie erstmal pennen. Und dann können wir mal gucken, ob der gute L da noch vielleicht eventuell noch mal in die Mitte der Dinge geht. Ne? So. Okay, da pennt er erstmal, ne? Und Kelly auch was am Pennen, genau. Kelly am Pennen, Bud am Pennen.
Und hier, ne, Fanservice für die Boys, ne, viele schöne heiße Pixel, ne, von unserer guten alten Peggy Bundy, ja, ne, guckt's euch an, ne. Peg Bundy. So, okay, Peg geht erstmal aus Pennen, hoffe ich zumindest, ne. Aha. Jetzt geht's, wieso geht's dir denn jetzt so, ne? Wie so ein Trampeln. Das habe ich hier ein bisschen, sagen wir mal, ne, stolzierend gemacht. So, dann sind alle jetzt hier fleißig am Schlafen. Ne? Ganz kurz, ja, genau, die Zeit ist was am Rennen. Ne? Und, ja, nu. So, okay. Gut, dann, okay, Bud ist schon wieder wach. Bud, mein Freund, was kann ich dir? Du hast Hunger. Ja, gibt's da noch irgendwas zu essen? Weiß ich gar nicht genau. Was ist hier? Frühstücken. Frühstück servieren. Pass mal auf. Ja, wir können dieses Rührei machen. Und das, oh, da steht aber auf jeden Fall noch was. Was macht er da gerade? Moment, was ist das? Ist das ein Müsli? Ach, Haferbar. Das ist der, okay. Den hat er sich geholt, hat aber nicht gegessen, ne? Hast du eine weitere Specs? Fragt der gute, wie heißt das? 3W05? Nee, habe ich nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Sims 4 Fan. Also ich bin eher Sims 3, Sims 2. Weil Sims 4 ist nicht so wirklich mein Spiel. Aber ich hatte jetzt hier, ne, zumindest die Möglichkeit, wenn ich die Bundys erstellt habe, dass ich immer ein bisschen, ne, einfach mal rumzocke. Ne? Aber ein Erweiterungspack habe ich noch nicht. Werde ich mir auch sehr wahrscheinlich nicht zulegen. Denn ich bin, wie gesagt, Sims 4 ist nicht so wirklich mein Spiel. Ne, muss ich leider so sagen. Ne, hat er recht. Moment. Genau. Okay, so, pass mal auf. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wann muss denn der gute L wieder arbeiten? Der gute hat aktuell ein bisschen Hunger. In 8 Stunden. Das heißt, der muss heute also noch los. Bud hat jetzt was gegessen. Was los, Kollege, was los hier? Unwohl, unfreundliche Umgebung. Ja, das sind die Bunnies, ne? Kinder, ne? Da ist, das sieht nun mal da gerne mal scheiße aus, ne? Ich bin ein Mädchen, heißt Eva. Eva, ne? Gut, alles Paletti. So, Erweiterungspacks, wie gesagt, Eva habe ich nicht. Es ist so, dass, ne, wie gesagt, die Sims 4 ist nicht so meins. Ne? Ich habe von den Sims 3 etliche Erweiterungspacks, habe ich aber aktuell nicht installiert. Von den Sims 2 habe ich irgendwann die Complete Edition von den Sims geschenkt bekommen. Ne? Also die Sims-Entwickler haben das ja irgendwann angeboten. Wo gehst du jetzt eigentlich? Wieso geht ihr eigentlich alle woanders? Warum wollt ihr alle oben Geschirr spülen? Das verstehe ich nicht. Ne? Und ja, deswegen habe ich alle Add-ons bei Sims 2, nur bei Sims 4 werde ich da nicht wirklich Geld reinstecken. Es sei denn, die kommen irgendwann damit um die Ecke, dass man da echt dieses Reisen sich spart, sprich, dass da eine Open World draus gemacht wird. Dann überlege ich es mir vielleicht, ne? Okay. So. Okay, Eva, weißt du Bescheid, ne? Also erstmal keine Erweiterungspacks. Was ist dem guten Bud hier was am Meckern, hör mal, Kollege? Jetzt geht ja erstmal was kacken, das ist wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Bud muss in einer Stunde in der Schule sein. Kelly, Süße, nicht du nicht auch? Ne? Oh, Hunger, das sind Bundys, die sind Hunger gewöhnt. Ne? Insofern ist das erstmal Peng. Ne? Okay, dann... pass mal auf, L, bist du denn jetzt... Ja, Energie, der muss noch ein bisschen Energie tanken. Auch. Ja, Kelly auch. Ne? Insofern, Badrick, mein Junge, was machst du jetzt hier? Er will eine Runde vor die Glotze, okay? Kann ich denn hier irgendwie gucken, was er machen muss? Ideale Stimme, konzentriert. Erhalte eine Fähigkeit um Level 2. Ja, mit Fernsehen ist nicht unbedingt eine Fähigkeit, ne? Also insofern, ne? Was? Okay. Pass mal auf. Der muss ja eh gleich in die Schule, ne? Wir haben es jetzt hier... Wo sehe ich hier irgendwo eine Uhrzeit? Wie spät das jetzt aktuell bei denen ist? Jetzt muss man gucken, das ist die Simulogie, das sind die Familienbeziehungen. Okay, das sind die Fähigkeiten, okay. Na gut. So, sehe ich denn irgendwo, Freunde, wie spät das jetzt hier aktuell bei den Bundys ist? Pinnwand, Kamerasteuerung, Wände, Galerie öffnen. Herunterladbare Inhalte, Welten verwalten, Baumodus. Wo ist er jetzt hin? Badrick, Junge? Wieso guckst du denn im Stehen, Kollege? Oh, er muss zur Schule. Okay.
Kelly geht auch, obwohl das bei Kelly ja nicht so wirklich wichtig ist. Okay, pass mal auf. Pack, mein Schatz. Ja, du bist noch ein bisschen... L, wie sieht's bei dir aus? Hygiene. Pass mal auf, L, mein Freund, dann würde ich vorschlagen, zur Güte, ne? Warte, hier irgendwo, da war noch eine Dusche, ne? Du gehst jetzt mal eine Runde duschen. Bitte sehr. Flupp. So, was ist das jetzt hier? Mit Peggy verloben. Freund, ihr seid verheiratet. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja gut, ich meine, das ist natürlich jemanden anrufen. Sandsack verwenden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ne? Verloben ist natürlich eine komische Sache, weil ne, die sind verheiratet. Ne? So, wo ist deine Facecam? Wie, wo ist meine Facecam? Also ich sehe die Facecam. Hallo? Pardon? Fritz, ist die Facecam weg oder was? Gut, er ist auf jeden Fall am Duschen hier, ne? Aha. Wo ist deine Facecam? Fritz? Facecam ist aber drin. Also ich sehe sie zumindest hier auf dem Stream. Okay. Peggy ist auf jeden Fall wach. El, mein Freund, ne? Du, pass mal auf. Peggy, du könntest doch theoretisch jetzt eigentlich mal was zu essen machen. Was hältst du davon? Ich meine, das wirst du nie wirklich machen. Ne? Frühstück servieren. Dann machst du auch nochmal dieses komische Rührei, ne? Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, 7 Uhr, 9 Uhr, alles klar. Danke, Fritz, jetzt habe ich es verstanden. Okay, gut, ne? Sehe ich leider nicht, ne? Da muss ich rumgucken, aber da ist die Uhrzeit. Jetzt weiß ich, was du meinst. Alles klar, ich danke dir. So, pass mal auf. Peck, Süße, genau, du machst es hier mal mit deinen ne, rudimentären Kochkenntnissen. Ne? Versuchst du mal ein halbwegs Vernünftiges. Das sieht auch schon wieder gar nicht gut aus, ne? Aber okay. Alrighty, bye. So. Jetzt fängt ja auch noch an, sich Joghurt in... Ah, ey, pass mal auf. Deine Frau kocht für dich, Kollege. Peggy hat Levelaufstieg, Level 2 in der Kochfähigkeit. Das ist also ne, ganz anders als in der Serie. Total anders, ne? Ich habe eine Fähigkeit im ne, Wasser trinken. Dann sehen wir die Zeit. Ich kann die jetzt nicht verschieben, die Facecam. Die ist auf meinen Greenscreen eingerichtet. Aber ich kann euch gelegentlich mal sagen, was wir haben. Wir haben es 9.42 Uhr. Die Facecam ist jetzt genau auf den Greenscreen eingerichtet, weil wenn ich das jetzt verschiebe, ne, dann ist alles wieder in den Einstellungen scheiße. Weiß ich aber für nächstes Mal, dann möchte ich die Facecam nächstes Mal ein bisschen anders positionieren. Oder ich mache sie ganz aus. Könnt ihr euch auch für entscheiden. Wir können sie auch ganz ausmachen. Ne? So. Peggy, mein Schatz. Okay, was machst du da? Okay. El? Ohoho. Pass mal auf. El, hast du noch Hunger? Okay, pass mal auf. Wenn du jetzt noch Hunger hast, können wir gleich noch was machen. Du musst jetzt ein bisschen mal trainieren. So, willst du mal ein bisschen boxen hier? Willst du ein bisschen zeigen, was so ein echter Bundy drauf hat, ne? Aha. So, wie geht er denn? Ich glaube, er muss erstmal was pissen. Sonst ist hier eine... Holland in Not. Verbissen. Lass erstmal, ne? Ich glaube, ne, wenn du gleich mit Pipi in der Hose am Boxen bist, das ist ein bisschen albern, ne? So. Peck, mein Schatz, ne? Ja, die isst jetzt erstmal was, ne? Die hat auch Blase, ne? Scheiß, alle haben hier Blase, ne? Was für ein Scheiß. So. Aha. Aha, okay. Skip a Bore, genau. Jetzt ist die Blase leer, ne? Bundy, jetzt zeig uns mal, was du hier am Sandsack so drauf hast, Kollege, ne? Von wegen hier. Vier Touchdowns in einem Spiel, ne? Jetzt will ich was sehen hier, Kollege. I wanna see something mean. Ja? Ja, er geht auf jeden Fall schon mal, ne? Wie ein echter Kerl. Was machst du denn jetzt? Hände waschen. Okay, dass die Simpsons nach jedem Pipi machen, jetzt die Hände waschen, das ist auch neu. Aber ist gut, okay, die Anlage ist im Arsch, beziehungsweise kaputt, ne? Aber ja nun, pass mal auf, dann gehst du jetzt was boxen. Jetzt will ich irgendwie jetzt hier... Ich will jetzt El Bundy in Action sehen. Al Bundy! So, wie wäre es für nächstes Mal die Facecam oben links positionierst? Ja, ich werde die Facecam dann auf jeden Fall anders positionieren, das ist auf jeden Fall richtig. Okay, das ist jetzt El Bundy in Action. Ja, Timbo, können wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Facecam dann anders probieren, positionieren. Wir können es auch ganz ausmachen, ne? Wie gesagt, mir ist das egal. Nur jetzt kann ich es aktuell nicht verändern, weil sonst ist der gesamte Greenscreen-Hintergrund umsonst, ne? Und dann ist das auch nicht so. Warum änderst du die Wandfarbe in dem Raum, wo der Sandsack ist, nicht? Aktuell, weiß ich nicht. Die ist so gewesen. Könnten wir ändern? Ich weiß gar nicht, wie ändert man das denn? Im Baumodus wahrscheinlich, ne?
So, was mal, wie ist das mit dem Baumodus? Welten verwalten. Zim, 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 zim. Baumodus. Wie kriege ich das jetzt hin? Wandmuster. Okay. Wie soll man es denn machen? Wandmuster. Ihr seht ein paar Wandmuster. Was hätten wir denn gerne? Ist halt die Garage, ne, Freunde? Das ist halt, ne? Ist halt die Garage. Gut, das ist jetzt Anstrich. Was hätten wir denn gerne für Wandfarbe? Beziehungsweise, Eva, was möchtest du denn gerne haben? Ich mach Schluss für heute. Bye. Ja, Timbo, ne? Schön, dass du da warst. Vielen Dank auch, ne? Mach dir noch einen netten Abend. Eine gute Start in die Woche morgen, die neue, ne? So, da ist ja noch nicht mal Farbe dran. Das ist die nackte Wand. Ja, Fritz, hast du recht. Was sollen wir denn machen mit der Wand? Was machen wir mit Wand? Farbe? Es ist halt, wie gesagt, die Garage, ne? Von den Bundys, ne? Weiß gar nicht, war das eine Holztäfelung? Was haben wir denn hier? Das ist Tapete, Fliese, Paneele. Ich meine, bei den Bundys wäre das gefliest gewesen. Metall irgendwie. Okay. Metall, Mauerwerk, Fels und Stein, Verkleidung, Verschiedenes. Aha. Metall. Mit, wo finde ich denn Metall? Warte mal, das ist Fels und Stein, Fliese, Mauerwerk, Tapete, Paneele. Was haben wir denn da so? Aha, aha. Das ist so ein Nadelstreifen. So, pass mal, was ist das denn hier? Okay. Sollen wir Holz machen oder was wollt ihr gerne haben? Oder was Grünes hier? Das sieht doch ganz metallisch aus, ne? Da wird 130 Pfeifen kosten. Was haben wir sonst noch? Was haben wir hier? Retro. Das ist Sukina. Scullys Büro, okay. Plattererbse, Feuerwehr, Backstein. Leerlauf. So, pass mal, das ist, kommt, glaube ich, dem Original-Bundy am nächsten. Gibt's nicht, sorry, dann eher dunkles Holz. Sowas in der Art, pass mal auf, ich mach das jetzt hier mal rein. Flummdumm. Sag mal, ob euch das gefällt. Ganz kurz mal gucken, ich warte kurz, ne? So. Was hältst du von diesem Bretter? Das ist auf jeden Fall, ich meine, die Garage der Bundys wäre auch so mit Bretterverschalung irgendwie am Start gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja auch schon ewig her, dass ich das geguckt habe. Das ist schön. Okay, dann lassen wir das. So, pass mal auf, dann Live-Modus wieder. Okay, dann ist jetzt El Bundy hier in seiner Holzgarage, was am Kloppen, ne? Ja, komm, El, gebandelt alles, ne? Hier, rechts, links, Uppercut, ne? Okay, ja. Ja, er gibt alles, ne? Kann man nicht anders sagen, ne? Okay. Ja, so seht ihr El Bundy, ne? Was am Kloppen, ne? Er muss ja auch, glaube ich, ein bisschen was trainieren, ne? Level 2 der Dingsfähigkeit besitzen. Eine Stunde an die Grenzen gehen, wenn energiegeladen. Okay. Mhm. Ich glaube, energiegeladen, das geht nicht so einfach. Das muss er sich auch erstmal erarbeiten. Aha. Das war's schon? Alter, pass mal auf, dann hier nochmal an die Maschine. Trainieren, bis an die Grenzen gehen. Aber das nur mit energiegeladen, glaube ich, ne? Ja, wir machen trotzdem mal ein bisschen. Man muss ja arbeiten. Der muss schackern in 2 Stunden. Okay. So, okay. Er ist aber noch relativ fit. Ne? Peggy kommt ihn jetzt bewundern, ne? Ja, sieht gut aus, ne? Hier, 4 Touchdowns in einem Spiel, ne? El Bundy. Im Falliness. Bar Passat. Ja, und ewig lockt das Vibe und lenkt ab, ne? Vom Eigentlichen. Der Raum hat eine, der Raum eine Decke? Ich glaube wohl. Weiß ich gar nicht. Wie sehe ich das? Wir gehen mal einen höher. Ne, du hast recht, der hat gar keine Decke. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Aktuell hat er tatsächlich keine Decke, der Raum. Aber ne, da regnet es ja eh nicht, ne? Insofern, ne? Ja, Giraza, ne? Peggy quatscht einen guten Elf wohl, ne? Der muss hier, ne? Guck mal, wie der am Schwitzen ist hier. Unglaublich. Aha. Prompts Maisie.
So, pass mal auf. Hey, mein Freund. Wird gerade zugetextet beim Trainieren, das kommt vor. Fusch am Bau, ja, das kann man so sagen. Na, obwohl, ne, wie gesagt, er hat derjenige, der es gebaut hat, war halt echt ein Bundy-Fan, der hat das Haus wirklich super toll getroffen. Ne? Und gut, die Garage hat er, ist ja wahrscheinlich nicht fertig geworden, vielleicht war es auch, ne? Er hat es vorher hochgeladen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Typ, der das gebaut hat, ist auf jeden Fall ein riesengroßer Bundy-Fan. Na, das sieht man echt an dem, ne, Inlay hier, das ist einfach echt cool gemacht, muss man schon so sagen. Ne? So, ein Gepäck ist hier. Er war am Vollquatschen, ne? Ja, ja, Pommes hat recht, das ist eine Fusch am Bau. Jefferson Darcy, okay, dann geh doch mal ran. Kann ich hier rangehen? Jefferson Darcy mit vorbeikommen. Ja, genau, komm ruhig vorbei. Wir müssen zwar gleich arbeiten, ne? Aber gar kein Problem, ne? Jeff, komm vorbei, alter Kollege. Oh, gibt's erstmal. Oh, jetzt wird hier noch rumgeflirtet, Freunde, ne? Wir sind hier, ne? Bei den Bundys. Aha. Okay. Fanboy Barovi. Lamina Kaur, Valmip Fuiza. Fusch am Bau. Ja, Fritz, hast du leider recht, aber gut, da kommt Jefferson. Jeff, wir sind hier in der Garage. Wir setzen dich erstmal an den Computer. Ja, Joko. Ja. Pass mal auf, mein Freund, du musst gleich noch arbeiten, insofern mach mal Pause und gib dir noch mal kurz was zu essen. So, Gericht nehmen, ne, damit du noch nicht ganz verhungert zur Arbeit gehst, ne? Und Pack, mein Schatz, du bist, ne, die ist immer grün, ne? Die macht sich auch den lockersten Lenz, muss man so sagen, ne? Die ist halt immer, ne, immer dabei, ne? Was ist los? Elle fühlt sich unwohl. Warum? Mit Peggy verloben. Laufband kaufen. Oh. Alter, sollst du nicht abhängen, der muss hier was essen. Ein Laufband kaufen, okay. Clav Zibora. Ja, ein Laufband. Pass mal auf, wo war das jetzt hier mit dem, da war das Kaufen, glaube ich, ne? Wo war denn nochmal die, ihr wisst ja, ich kenne mich hier nicht wirklich gut aus. Aktivitäten und Fähigkeiten, wo gibt's denn, gibt's hier irgendwo ein Laufband? Tatsächlich, was kostet das? 900, können wir uns leisten, super. Ballern wir mal dahin. Perfekte Sache da. Ja, jetzt hat er sein Laufband. Cool. Ne, damit du auch deine 4 Touchdowns in einem Spiel richtig hinkriegst, ne? Hast du einen YouTube-Kanal, fragt Eva gerade. Ja, klar. Findest du bei mir verlinkt. Spielkit 45 ist mein YouTube-Kanal. Ne, hier bin ich bei Spielkind 45 live auf Twitch, aber mein normaler YouTube-Kanal heißt Spielkind 45. Ist hier auch irgendwo verlinkt auf dem Kanal. Ne, kannst du gerne abonnieren, wobei ich aktuell wenig Sims bis gar nichts spiele. Die meisten Sims, die ich so gespielt habe jetzt in letzter Zeit, sind alles gestreamte Sims gewesen. Okay, Elle ist zur Arbeit. Peck, du spielst jetzt. Oh, die, ich glaube, die ist kaputt. Na, pass mal auf, dann reparier die doch mal. Mal gucken, ne? Wenn du schon sonst nichts machst im Haus, ne? Ja, Eva, wie gesagt, mein YouTube-Kanal müsste eigentlich in meinem Profil verlinkt sein. Gut. So, ich glaube, der gute Missy Deluxe hat dir gerade den Link geschickt, ne? Da findest du auf jeden Fall, wenn er keinen Blödsinn gemacht hat, den YouTube-Kanal. Ich danke dir, Missy Deluxe. So, Bud, der Schule zurück, Schokolade. Was? Die Schokolade kann nicht zurück in den Kühlschrank. Seine Leistungen sind gerade noch befriedigend. Ja, mein Gott, das sind Bundys, ne? Wie kann ich denn die sagen wir mal, die Fähigkeiten da? Alte Fähigkeit, Level 2. Ideale Stimmung konzentriert. Fähigkeit, was hat er denn so für Fähigkeiten? Ganz kurz mal gucken. Okay, der hat Comedy, Fitness. Bin ich jetzt bei L? Ich bin schon bei Dings, ne? Schelmfähigkeit, Videospiele. Du kannst auch für Videospiele hier eine Fähigkeit. Das ist unglaublich, ne? So, nein, Eva, du bist auf keinen Fall nervig. Gar nicht. Schön, dass du da bist. Dann stellen wir mal ein paar Fragen. Das ist cool, ne? Dann kommen wir auch mal ein bisschen hier so, ne? Aus dem Bundy-Haushalt raus, ne? Super. Auf keinen Fall bist du nervig. Ne? Alles gut. So, pass mal auf. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, Charisma-Fähigkeit. Das ist ja, weil Bud ist ja eigentlich ein cleveres Kerlchen, theoretisch, ne? Müssen wir mal ganz kurz gucken, hat der hier einen Spiegel, der... Okay, der braucht ein bisschen Spaß, pass mal auf. Kann man jetzt hier ein bisschen Videospiel machen? Spiel spielen, genau. Mach mal hier Sims Forever, genau. Genau, danke. Spam halt den ganzen Chat voll. Nee, das ist schon voll okay. Ich bin ja froh, dass im Chat ein bisschen was los ist, Eva. Gar kein Problem, super.
Echt, mach ruhig weiter. Ja. Frag, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Einfach reintippen. Ne? Ach, jetzt ist der Computer auch noch kaputt. Scheiße. Pass mal auf. Wir versuchen das mal. Das ist jetzt nicht ganz ungefährlich. Wir wissen, dass, da können Sims bei sterben. Zumindest in Sims 1 bis 4, bis 3. Ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Das ist natürlich ein waschechter Bluescreen, ne? Ist hier tierisch was am Abfunkeln, ne, Freunde? Das ist, ne? Oh Gott, oh Gott. Naja. Ja. Jefferson? Könntest auch mal ran. Du hast das Ding bestimmt kaputt gemacht. Du warst auf jeden Fall gerade dran. Ja, Kelly macht erstmal ein Selfie beim Essen, ne? Hier, einmal, ne? Twitter und Co., ne? Ja, super. Ja, wie Peggy was am Strahlen ist, ne? Jefferson nimmt sich ein Buch auch sehr, sehr ungewöhnlich, ne? Okay. Ja, Freunde, was ist hier los? Ne? Was ist hier mit. Gut, das Ding ist auch kaputt, ne? Pass mal auf. Pac-Man, Schatz, ne? Du bist auf jeden Fall hier schwerstens fernsehsüchtig und dann gucken wir mal ein bisschen. So, oh, hat Butters hingekriegt oder was? Nee, noch nicht. Aber irgendwas hat er hier gerade gebimmelt. Gebimmelt, gebommelt. Ne? Ah, ihr bimmelt ja so viel bei den Sims 4, ne? Pinwand voll, aha. Mach's mal 200 Nachrichten. Okay, mit der Pinwand. Ich weiß nicht, was die Pinwand ist, wenn einer von euch weiß, was die Pinwand ist bei den Sims 4. Pass mal auf, mein Freund, du kannst es hier mal Teile plündern. Patrick? Okay, aber sozial ist bei dem okay, pass mal auf. Teile plündern. Aha. Bist du nicht so erfahren bei Sims 4? Nein, Eva ist richtig. Ich bin alter Sims 3 und auch 2 Spieler. Ne? Also die Sims 4 habe ich mir irgendwann gekauft, weil viele das auf meinem Kanal sehen wollten. War ich aber dann doch echt sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Pass mal auf. Pac-Man, eine Süße, mach dich mal nützlich, wirf das mal weg. Ne? Und oben in der Leiste. Oben in, was war in der Leiste? Ach, das ist die Pinnwand. Okay. Okay, danke dir. Pass mal auf. Dann machen wir den ganzen Scheiß mal weg hier. Wum, 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 wum. So, das waren 200 Nachrichten. Coole Sache, das. Mhm. Oben lasse. Eva, ich danke dir. Jetzt weiß ich auch, was die Pinnwand ist. Ne? Das sind halt die ganzen Aktionen, die hier, ne? Wie Pack geht. Ich finde, wie Pack geht, ist echt cool getroffen. Ne? Da haben die Sims-Bastler wahrscheinlich Peggy als Vorbild gehabt, als sie diesen Gang entwickelt haben. Du liest ja kein Buch, Kelly. Du bist eine Bandi. Warte mal, wo war denn nochmal das Inventar? Hast du hier irgendwo Hausarbeiten? Bauer ohne Frau? Bauer ohne Frau? Aha. Was ist das? Hausaufgaben. Pass mal auf. Müsstest du eigentlich nicht machen, ne? Deswegen, aber Patrick, mein Freund, du könntest jetzt mal Hausarbeiten machen. Ja, wir wissen ja, ne, Peck, beziehungsweise Kelly, ist die Bildung relativ egal. Wieso ist denn der gute Bud jetzt kokett? Ist der was am Abstinken hier? Ich glaube, der ist ziemlich im Abstinken. Aha. Was da jetzt? Mit Peggy plaudern? Hä? Wieso kniest du da auf dem Boden, Kollege? Du sollst Hausarbeiten machen. Ist das machen die Sims 4 jetzt so Hausarbeiten? Pass mal auf, hier. Erstmal hier aufhören zu quatschen, ne? Lass dich von deiner Mutter nicht ablenken, ne? Das ist eine Couch-Potato. Du willst irgendwann mal was reißen, ne? Wie? Hausarbeiten machen ist einfach lesen bei den Sims 4. ja, macht ihr das auch irgendwann mal? Hausaufgaben machen. Unwohl. Okay. Turinga. Okay, die sieht aber auch nicht besonders zufrieden aus. Ne? Irgendwie, da meine ich das nur. Hm. Okay, geben sie erstmal High Five, das kann man bringen, ne? Allerdings, das ist, Gut, Bundy ist noch am Arbeiten. Peggy, pass mal auf, du könntest, die ist so am Zocken hier. Du könntest das theoretisch mal aufräumen, weglegen. Aufräumen ist, glaube ich, wegschmeißen, ne? Das könntest du dann, glaube ich, mal aufräumen. Wumdi, wumdi. Ja. Yep. Okay, dokai. Oder ist es gleich? Ich weiß nicht. So, pass mal auf. Was macht im Stehen Hausarbeiten? Sieht man irgendwo, wie der Status ist? Zum Weiterklicken?
Gute neue Freundschaft geschlossen, Koketter. Oh, war's das? Okay, pass mal auf, Kollege. Dann gehst du mal nach oben und gehst mal abduschen. Ja, 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 ich habe das gemerkt. So, hier, duschen, wuppdiwappdi, dann passt das auch. Okay. Kannst während der Hausaufgaben machen, auf einen Stuhl tippen und sitzen klicken. So setzt er sich dann hin und macht Hausaufgaben. Ah, okay. Aber die müsste er jetzt halt theoretisch auch gemacht haben, ne? Faules Nickerchen. Alter, habe ich dich nicht gerade zum Duschen geschickt hier? Hallo? Bad? Oder habe ich jetzt Peggy zum Duschen geschickt? Der macht immer noch Hausarbeiten. Ja, mit dem Handy dabei, ne? Alter, wenn dann richtig, ne? Ja, komm, jetzt gehst du duschen. Jep, jep, hier, da steht's schon. So, wuppdiwappdi. Ja. Ja. Kelly, Süße, was hast denn du jetzt gemacht? Waren das deine Hausarbeiten? Okay, was macht sie jetzt? Sie geht pennen? Okay, ihre Energie scheint schon ein bisschen platt zu sein. Alright. Nun. Pack? Ja. Aha. Pack spült ab, das ist ungewöhnlich. Wie lange ist denn der gute Bundy jetzt eigentlich noch am Arbeiten hier? Bis 21 Uhr. Okay, wir haben es jetzt aktuell 20:06 Uhr. Na, damit ihr, weil ihr die Zeit nicht seht, ne, weil ihr die Facecam davor steht. 20:06 Uhr, das heißt nur eine Stunde, dann hat Elle Feierabend. Peck, Süße, schon wieder zocken hier? Okay. Ja, kann man bringen. Ne? Okay, Bud ist was am Duschen. Was ist das denn hier? Okay, dann gehst du doch nochmal Teile plündern. So ein. Was? Die Landgrab in der Nähe, Stromhaus abgestellt. Bezahle eine Rechnung. Okay, ich glaube, die haben uns gerade den Strom abgestellt. Aha. Okay, dann sollten wir vielleicht mal die Rechnung bezahlen. Wir haben halt auf jeden Fall keinen Strom mehr. Es gibt auch eine Folge, ne? Das ist Elle und Jefferson, glaube ich, irgendwas am Basteln. Und da fällt auch reinweise der Strom aus. Ja gut, pass mal auf, dann müssen wir ganz kurz gucken, wer ist denn hier was am Trainieren. So, pass mal auf. Elle bzw. Peck. So, recht. 3.256. Boah. Was ist denn hier so teuer? Wie lange habe ich denn... Ich weiß ja überhaupt nicht, was bezahlt habe, bin ich ehrlich, aber... Das ist ja der Hammer. Das ist ja voll der Hammer. 3.000 und... Okay, Elle ist befördert worden. Er ist jetzt Umkleideaufseher. Aha. Er verdient jetzt 3 Pfeifen mehr die Stunde. 19 pro Stunde, okay. Er hat zudem folgenden... Okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Folgenden Bonus erhalten, 110 Pfeifen. Die Sport... Den Schlüssel... Was ist den Sportlers Trophäenschrank, okay. Seine nächste Schicht beginnt Freitag um 14 Uhr. Okay, Elle, du bist befördert worden. Cool. Scheint ja doch ein cooler Sportmann. Spaß. Was macht er jetzt? Er geht eine Runde Schach spielen. So, um den Kreis in der Liste, wo du siehst, was zu machen ist, ein grüner Strich. Wenn der voll ist, fertig Aktion. Ah, okay. Ah, okay. Gut. Das ist gut zu wissen, Eva. Ich danke dir. Mal ganz kurz schauen. Der pennt jetzt aber, glaube ich, schon. Ne? Okay. Moment, der braucht erstmal Spaß. Okay, ein bisschen Spaß wächst hier auf. Die Blase ist am explodieren. Du gehst jetzt mal Pipi machen. Elle, mein Freund, du bist echt im Schachspiel. Glaube ich ja gerade gar nicht. So, setzen wir Bud erst auf die Wanne, auf die Schüssel. Und dann soll er mal hier mit seinem alten Herrn ein bisschen mitmachen. Oh, wieso geht das denn nicht? Moment. Kann er denn hier nicht irgendwie Aktion, Runde bilden? Spielen mit? Hä? Ach so, das ist Elle, wenn ich auf Elle klicke. Okay. Dann, genau, dann spielt ihr beide mal ein bisschen Schach, ne? Das ist auf jeden Fall eine ganz witzige Nummer. So. Was ist denn das eigentlich für ein Bild auf dem Fenster? Krass. Aha. Gar nicht gesehen. Naja. Peggy, Süße, was machst du? Hat sie was zu essen gemacht? Sollte man das wirklich essen? Das sieht aber so aus, als würde das... Ne, das ist, glaube ich, noch gut. Das hingegen ist nicht mehr gut. Naja, gut, okay. Alright. So. Bist du denn überhaupt noch, hast du noch Hunger? Ja gut, ich meine, ne, die gute Pack, die sorgt ja schon sehr gut für sich. Ne, geht immer gerne essen und so, ne? Also, ne, sie kommt selten zu kurz, ne, muss man so sagen, ne? So, und dann können wir aber hier mal, ne, obwohl du keinen Bock drauf hast, machst du mal ein bisschen Ordnung. Was hältst du davon? So, Elle, mein Freund, du bist jetzt hier mit Bud am Schach spielen. Jetzt, ne, wo ich komme, hört ihr auf. Was ist denn das für ein Scheiß? Elle, was ist los? Spaß, spiel mit.
mitspielen. Dann hat dir das keinen Spaß gemacht. Na gut, das ist natürlich ein intellektuelles Spiel. Das spielt der Könige, ne? Da ist L vielleicht nicht so wirklich gut drauf, ne? Kommt nicht so wirklich gut drauf klar, aber ja nun. Aha. Scheibs. Scheibs, genau, Scheibs. Kelly ist echt am Pennen, ne? Die pennt, so, eingeschlafen. So, und, ne? Süße, gehst du jetzt auch pennen, oder was? Kel? Peck? Ah, sie guckt zu. Sie ist kokett, ja. Sie möchte natürlich den guten L ein bisschen, ne? Aber war sich ja auch gewünscht worden, ne? So, pass mal auf. Baby machen. Ne? Baby werden wir erstmal nicht machen, aber wir können ein bisschen hier, ne? So. So, machen wir mal ein bisschen hier, ne? So, wenn sie Schach spielen, steigt die Konzentration. Gut für die Schule. Ah, einfach gut zu wissen. Danke dir. So, pass mal auf. L, mein Freund, ne? Wir können jetzt mal hier ein bisschen umarmen. Mehr Auswahl. Romantik, dann pass mal auf. Wir machen ja mal hier ein bisschen Knuddeln, ne? Ich glaube, das können wir nicht vom Spiel aus, ne? Aha. Dann bricht das Spiel mal ab. Das ist natürlich jetzt komplett untypisch für die Bundys, ne? Denn L würde alles tun, um das zu verhindern, was jetzt hier so kommt. Ne? Techtelmechtel. So, bitte sehr. Irgendwer wollte hier gerade ein Techtelmechtel haben, ne? Das sollten wir jetzt irgendwie hinkriegen, meine Leute. Ich sag vielleicht zu deutschen Menschen. Da gehen wir natürlich direkt hinterher, ne? Hier, meine Damen und Herren, ne? Sie sehen jetzt das faktuelle Sportstudio, ne? Das bleibt nicht aus, das kommt vor. Auch für einen L Bundy, ne? Es gibt ja eine wunderschöne Serie, eine Folge, wo L und Peck gefilmt werden beim Sex. Das machen wir jetzt hier nicht. Ihr seht, das alles gut abgedeckt, ne? Und dann vor Gericht kommen. Und dann, ich weiß nicht, wer die kennt, das ist auf jeden Fall richtig geil. Ja. Okay. Ja, meine Leute, das war das faktuelle Sportstudio am heutigen Tage. Das kommt vor, ne? Insofern, ne? Auch bei den Bundys, ne? Wenn es nach Peck geht, nicht oft genug. Nicht, aber L hat ja nicht wirklich Bock drauf, ne? Wissen wir ja. Da pennen sie sofort ein. Der gute Patrick ist hier noch am Machen. Der hat doch schon wieder Hunger, ne? Wie sieht's Energie aus? Ich glaube, Hunger ist, glaube ich, notwendiger. Insofern. Frenzy, genau. Pass mal auf, machst du jetzt hier nochmal? Ist hier noch irgendwas? Ich habe Peck ja gesagt, sie soll aufräumen. Was hat sie gemacht? Ein Scheißrick hat sie gemacht, ne? Sie ist halt faul wie die Nacht. Pass mal auf, dann mach mal zu Abendessen Garten. Genau, machst mal einen Salat, ne? Bleibst auch ein bisschen fit, ne? Und insofern kriegen wir das schon irgendwie hin, ne? Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Hier hat es gerade gerappelt. So, Schach ist gut für die Schule. Das ist eine coole Sache, ne? Was magst du in den Sims 4 nicht, fragt Eva. Eva, als erstes die nicht wirklich offene Welt, ne? So, Jill05 ist jetzt ein Spielkind. Ja, freut mich, ne? Also die nicht offene Welt, Eva, das macht mir echt am meisten zu schaffen. Steuerung und Grafik ist eigentlich ganz okay, ne? Aber dass sie wirklich zurückgegangen sind auf eine geschlossene Welt hier von wegen à la Sims 2, finde ich wirklich echt albern. Und die ganzen Ladescreens, die hier so auf einen warten, das ist eine Sache, das hätten sie auf jeden Fall anders lösen können. Pass mal auf, Patrick, mein Freund, habe ich dich nicht gerade zum Essen geschickt? So, genau, Gartensalat zubereiten, genau. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir bei den Sims 4 gar nicht gefällt. Ne? Die nicht wirklich offene Welt, ne? Dass für jeden Scheiß du irgendwo hinreisen musst und dann Reisescreen, Ladescreen und bla bla bla. Ne? Das ist wie bei den Sims 2. Ne? Und insofern, ne? Was ich ganz gut finde, ist die Grafik, finde ich ganz poppig. Das, was diesen Gefühlen, ne, das ist auch eine Sache, die ich nicht wirklich so toll finde. Unwohl und bla 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 und dann dagegen arbeiten und dann weiß ich nicht. Ne, das fand ich bei den Sims 3 irgendwie alles besser gelöst. Ne? Insofern hat er sich gerade fürchterlich geschnitten, das ist nicht gut. Naja, komm, mach weiter, Kollege. Hier, weitermachen. Patrick! Ja, muss er aufpassen, Kollege. Zweimal hintereinander ist ein bisschen dumm, ne? Ja, dreimal, ja, das ist so. Also, ne, der schlauste scheint da nicht zu sein. Aber er macht jetzt einen coolen Salat, das finde ich in Ordnung. Ja. Boah, selbst Bad kann schon Level 2 in der Kochfähigkeit. Wir haben es übrigens gerade 1.38 Uhr in der Nacht. Komm, jetzt mach das weiter und dann haust du das Ding so voll in den Schädel, Kollege. Ja, aha. Flupp, genau, so. Und essen, so ist richtig. Man setzt sich auch in die Theke. Ich glaube,
im wirklichen Spiel steht auf der Theke auch das Telefon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na, aber Telefone gibt es ja hier nicht, ne? Ist ja alles per Handy, ne? Per Smartphone, ne? Und insofern, So, also der Hunger verschwindet so langsam und danach kann er auch mal pennen gehen. So, wo ist sein Zimmer? Sein Zimmer. So, Bart hat natürlich hier das einzige Zimmer mit Doppelbett, obwohl haben sie beide. Denn er will ja auch, oh, ich glaube, die gute Peck ist hier irgendwas am Quatschen im Schlaf. Aha. Sie hat sogar Spaß, wenn sie pennt, ne? Ja, ne? Da Witze am Erzählen, wieso soll ihr abknicken, ey? Unglaublich, ey. So, pass mal auf, Budrick, mein Freund? Ja? Guck nicht so ernst. Genau, isst sie schön auf und dann, ne, passt das, ne? Ja. Okay. Und dann gehst du pennen. Habe ich das eingeklickt? Was ist das? Müde, okay. Unfreundliche Umgebung. Okay, das kommt danach. Ah, hier, das ist den grünen Kringel, den du meinst, Eva, ne? Okay, alles klar. Habe ich verstanden, ne? Okay. Kriege ich dann hin. Vielleicht werde ich immer, ne, mit jedem Stream ein bisschen besser. Wir haben übrigens noch eine zweite Familie, die wir im Sims 4 spielen. Das ist eine WG mit der guten Missy Deluxe, der ihr schon geschrieben hat. Ne, à la Cruget und Spielkind 45, also meine Wenigkeit ist da auch drin. Und eine süße Blondine namens Bunny. Die sind da, ne? Das ist eine WG, die wir gegründet haben und die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gestreamt. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich hatte das so eingestellt, dass dass Twitch meine Streams speichert. Ne? Hat er auch gemacht. Du konntest dir das Zeug auch wieder hinter angucken, aber ist mittlerweile wieder weg. Na, keine Ahnung, wie lange das gespeichert wird, aber. Ne? Wer die Streams nochmal sehen möchte, ne, also sprich mit der Glitch-Familie auf meinem YouTube-Kanal Spielkind 45 zu finden. Ne? Okay, so, jetzt sind sie alle hier am Pennen, ne? Dann geht die Zeit gleich schön schnell. Wuppdiwappdi. Yep. 3.42 Uhr, da ist der erste wach geworden. Es ist der gute L, wenn ich das richtig sehe. Orphan. Ja, gehst du schnell Pipi machen, genau. Mit deinen wunderbaren Tüchern hier, ne? Das ist so Herz allerliebst, Freunde, den müsst ihr doch zugeben, ne? Dem Al Bundy hier mit Hasensocken, Pantoffeln. Ich finde das schon, ne, das hat Stil, Freunde. Das hat echt klasse, ne? Bum, 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 bum. So, was jetzt hier? Laufband laufen. Was braucht denn jetzt so um die... Moment, der muss... Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Al Bundy braucht Charisma-Fähigkeit. Echt? Ja gut, dann würde ich sagen, wie sieht's hier sonst mit deinen... Okay, der ist am Verhungern, das heißt, der muss sich jetzt erstmal was zu fressen machen. Ufo Mann, was ist an Sims 4 besser als bei Sims 3? Welches sollte man kaufen? Boah, das ist eine schwere Frage, Ufo, das ist eine verdammt schwere Frage. Weil, gut, die Sims 4 ist das Neueste, das Aktuellste, ne, und tendieren die Leute gelegentlich immer wieder hin, es das Neueste und Aktuellste zu kaufen. Wie du siehst, die Grafik... ist schon nett gemacht, ne? Und auch so die Möglichkeiten der Sims-Gestaltung finde ich ziemlich gut gemacht. Das ist nochmal eine Spur cooler als bei den Sims 3. Ne? Also die Feinheiten, da kann man doch mehr einstellen. Was bei den Sims 3 halt wirklich richtig geil ist, ist die Open World. Ne? Du kannst also überall hin, ohne da reisen zu müssen. Ne? Und ja, was ist los, Al? Wie frisst das? Du hast Hunger oder nicht? Rührei essen. Na, und das ist irgendwie, ne? So, warte mal. Geh doch im Baumodus auf Küche und kauf dir im Küchenbereich eine Spülmaschine. Kannst du draufklicken und Spülmaschine beladen klicken. Was nur rumliegt. Ja, Eva, können wir machen, aber wir dürfen nicht vergessen, trotz allem, wir sind bei den Bundys. Und bei den Bundys sieht das nun mal so aus, wie das jetzt hier gerade aussieht. Ne? Und da wäre eine Spülmaschine eher, glaube ich, so ein bisschen kontraproduktiv. So ein paar Originalbaustellen der Bundys wollen wir ja auch drin lassen. Insofern, ne, ist das zwar sehr unangenehm für die Probanden, aber, ne, es ist halt Bundy-gerecht, ne? Deswegen kaufe ich aktuell noch keine Spülmaschine. Ne? Könnte man drüber nachdenken, aber aktuell, ne, das ist halt, ne. Die Bunny sind mir zu uns zufrieden, wenn wir irgendwie hier alles irgendwie klar Schiff machen, ne? Was ist jetzt? Es ist im Unwohl. Warum Unwohl? Übelkeit geplagt mit dem Essen. Verdorbenes Essen. Alter, du bist ein Bundy, das darf dir gar nichts, ne? Du isst Seetank unter den Ritzen, das ist, ja. Es ist nicht wirklich, ne, also, ne.
Bundys und Sims 4 ist nicht so wirklich kompatibel, ne? Ja, ne, Eva, also das mache ich schon so ein bisschen, um halt so ein paar echte Bundy-Stilmittel drin zu lassen. Ne? Soll es halt schon so aussehen, wie es aussieht. Ne? Und Ufo, auf deine Frage zurückzukommen, es ist echt schwer. Könnte ich dir nicht sagen. Also ich würde persönlich, wenn du es dir holen möchtest, um es zu spielen, dann würde ich an deiner Stelle, oder an meiner Stelle, würde ich die Sims 3 bevorzugen, bin ich ehrlich. Ne? Wenn du es Let's Playen möchtest, ist, glaube ich, Sims 4 aktueller. Ne? Ist aber auch schwer. Guck dir bei mir mal ein paar Sims 3 Videos an, mal ein paar Sims 2. Da siehst du, wo so ein bisschen der Unterschied ist. Ne? Ich habe ja, glaube ich, viele hunderte von Sims 3 Folgen. Es ist schwer. Also, ich bin ehrlich, also, wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, worauf ich mich hier bei Sims 4 einlasse, hätte ich es mir, glaube ich, nicht gekauft. Ne? Aber nun gut. Kelly, meine Süße, was machst denn du jetzt? Bist du was am Abstinken? Ja, pass mal auf, Kind. Dann gehst du jetzt mal ein bisschen was duschen, gar kein Problem. Ja, geht's dir, glaube ich, schon von alleine. Ja, macht's dir von alleine. L ist hier was, ne? In meiner Badewanne bin ich Kapitän, ne? Wo ist der gute Patrick? Was ist heute eigentlich für ein Tag? Donnerstag, 6 Uhr, also 6:30 morgens ist es hier gerade und es ist noch kein Wochenende. Ja, ne? Elle ist gerade Kapitän in seiner Wanne, ist Kelly jetzt hier am Duschen. Ja. Okay, bisschen Fanservice hier für die Männer der Schöpfung, ne? Kelly Bundy mit vielen erotischen Pixeln, ne? Das ist vom Allerfeinsten, ne? Ja. Bist du am Heulen? Kind, wieso bist du am Heulen? Unwohl. Unfreundliche Umgebung. Jemanden kennenlernen, weil sie gesellig ist, genau, mit jemandem plaudern. Okay. Und jetzt geht Kelly, Peggy geht jetzt echt ans Schachbrett? Was habe ich denn mit der Dame nur falsch gemacht? Das ist ja unglaublich. Lern doch ein paar Nachbarn kennen. Ja, die Darcys haben wir ja schon besucht. Eva, da waren wir schon gerade. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Wir haben ja die original Bundy-Nachbarn, sprich Marcy Darcy und Jefferson Darcy. Da ist sie eben schon gewesen, die gute Peck. Also zu Beginn des Streams. Und jetzt heult die hier unter der Dusche. Kelly, was ist denn das? Hör mal. Sei nicht traurig. Du bist eine Bundy. Du bist eine zähe Göre. Das darf dich gar nicht schocken normalerweise. Think of a uni. Dembesh Bomzoi. Dembesh Bomzoi. Brinke Schalbo. Pobani. Okay. Jessene. Afrukatur. Afrukatur. Aha. Ist Bad immer noch was am Pennen? Der ist immer noch am Pennen. Der muss hier um was muss der machen? Erreichen. Ich glaube, da war irgendwas mit Charisma. Ne? Pass mal auf. Bad, mein Freund, du kannst jetzt hier mal ein bisschen reden üben. Ne? Du kannst auch wach werden, flummdi-wummdi. Ne? Weil du wolltest in der Schule ja schon immer gut sein. Das ist halt, ne? Bad ist halt schon ein ziemlich ehrgeiziger Knabe. Was die Schule angeht, ne? Da ist er schon, ne? Will er auf jeden Fall was reißen. Wobei. Okay. Achso, weil ich will es nicht Let's Play, nur für mich privat. Ich hatte auch mal Sims 1 und 2. Uff, das ist eine schwere Frage. Guck dir ein paar Let's Plays an. Ne? Du findest bei mir alle Sims, bis auf Sims 1, findest du bei mir auf dem Kanal. Einfach mal reingucken. Sims 4 habe ich auch einige gemacht. Siehst du jetzt hier auch, wie es so läuft aktuell. Ne? Aber es ist eine schwere Frage. Also ich würde auf jeden Fall immer zu den Sims 3 tendieren. Da gibt es auch mittlerweile die Addons recht günstig. Und die Open World vermisse ich hier tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann einbauen. Kann ich dir nicht sagen. Ne? Aber ich persönlich, ne, wenn ich entscheiden müsste, ich würde mir die Sims 3 kaufen. Ja? Ey, Bundy, mach die Dusche sauber. Was ist denn jetzt hier los? Oh Gott. Wo ist Kelly? Kelly ist in der Schule. Bart, ich glaube, du musst auch in die Schule. Ich glaube, du musst in die Schule. Bart, ich hab's total vergessen. Was haben wir? Wir haben es 8.28 Uhr. Komm, Alter, geh in die Schule. Okay, jetzt geht er. Geht er. Gisse? Ja, ich glaube, er geht in die Schule, oder? Ganz kurz mal gucken. Wir verfolgen ihn unauffällig. Alright. Aber es sieht so aus, als würde er in die Schule gehen. Was ist Elder schon wieder was am Schimpfen? Ja, Schule? Ja. Was machst du denn hier draußen, Süße? Was ist mit dir los? Bist du was am Abstinken oder was? Okay, dann gehst du mal hier ganz. Nimmst mal gemütlich ein Bad, ne? Nimmst mal ein Schaumbad, ne? Okay.
So, El, mein Freund, was machst du jetzt gerade? Unwohl aufräumen. Der Bundy räumt auf. Ich kann das alles gar nicht glauben. Ne? Man muss doch von der Serie echt stark Abstriche machen, ne? Denn es ist, was soll man sagen? Ne? 1:1 kann man das hier auf keinen Fall wirklich übersetzen. Ne? Das ist... Ich dachte, er schmeißt jetzt das Geschirr in den Mülleimer. Das wäre Bundy-like gewesen. Jetzt spült er ab. Vielleicht sollten wir doch eine Spülmaschine kaufen. Ich weiß es nicht. Aha. Pat, du bist jetzt am plümpsten, genau. Siehst du, ne? Schaumbad was am Nehmen, ne? Mr. Bundy ist jetzt. Ich glaub das gar nicht. Der ist wirklich am Abspülen, ne? Oh, macht ein paar Teller kaputt. Das ist schon mal eine gute Sache, ne? Zweiter Auge, der hat frei heute. Was muss der machen? Der muss. Charisma. Ach, der braucht die Charisma. Okay, Level 2 der Fitness. Hat er nicht schon Level 2? Warte mal. Fitness? Hat er sogar schon 4. Okay, das heißt, der muss jetzt. Charisma-Fähigkeit. Ja, pass mal auf, dann machen wir ein bisschen Charisma. Hier unten ist, glaube ich, kein Spiegel. Dann gehst du jetzt mal hoch, machst hier mal einen Spiegel klar, Alter, ne? El Bundy, ne, wird jetzt hier. Ist das schon wieder was kaputt? Da höre ich da was kaputt. Ah, okay. Ist egal, du machst jetzt hier mal ein bisschen Charisma. Reden üben. Ne? Was? Im Geschichtsunterricht steht ein wichtiger Test an. Die Leistungen von Kelly sind bisher eher mittelmäßig und mit einer guten Unterkündigung die Gesamtnote erheblich verbessern. Soll sie ihr übliches Lernprogramm durchziehen oder viel lernen? Pass mal auf, das ist Kelly Bundy, das übliche Tun. Ne? Irgendwie, ne? Kurzer Rock für Mathe am Montag. Yep. So, okay, jetzt muss ich ganz kurz mal hier was schauen. Flum, flum. So. Okay, El Bundy übt jetzt erstmal eine Runde reden. Tuwokapeyu. Okay, Levelaufstieg, okay, das haben wir auch geschafft. Dann mein Vorschlag zur Güte, Alter, ne? Wir haben dir das wunderschöne Laufband gekauft. Da tust du jetzt mal einweihen. Ne? Pass mal auf, ne? Tun die Handwerker, ne? Du tust jetzt hier mal eine Runde laufen. Training. Wuppdiwappdi. Ne? Ja. Okay, Pack, mein Schatz. Du bist hier noch lecker was am Sprudeln, Karriere einschlagen. Ne? Die braucht keine Karriere. Die ist Hausfrau. Aus Überzeugung. So, Notenaufschwung. Okay, für wen ist das jetzt ein bisschen für Bud? Also Bud wird viel lernen. Okay, hat 2 ist okay. Bud konzentriert. Klein, aber trotzdem hat er sich verbessert. Das will er ja machen. Ne? Okay, so pass mal auf. Bud, mein Junge. Okay, du kannst jetzt aufhören. Wir gehen jetzt eine Runde trainieren. Ich will mal sehen, wie das mit dem Laufband aussieht. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Baby, komm, aufs Laufband. Okay, Süße, pass mal auf, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal ein bisschen so aufwischen? Ich meine, Platschen wird mehr zu ihr passen, ne? Sind wir ehrlich, ne? Okay, er will jetzt das Laufband mal einweihen. Hast du gerade Add-ons dabei? Nein, Ufo, ich habe keine Add-ons, das ist hier nur das nackte Sims 4 Spiel. Ne? Da ist kein Add-on dabei. Okay, so sieht das also aus, ne? Wenn Al hier was am Laufen ist, ne? Genau. Add-ons dabei? Nein. Hier sind keine Add-ons drin. Das ist alles nur das Originalspiel. Muss ich mal ganz kurz schauen. So, Purzelchen 68 ist nun ein Spielkind. Purzelchen, ich danke dir. Finde ich super. Pass mal auf. Das ist auf jeden Fall jetzt hier am Laufen. Ne? Er schwitzt, er gibt alles. Ne? Ist Peck immer noch in der Wanne? Ah ne, die haben wir jetzt mal auf. Was ist denn das hier für eine Lady? Hallo. Ich bin Marcy in 50 Jahren. So, was macht die gute Dame jetzt? Will sie ihren L wieder von irgendwas abhalten? Aufwischen. Jetzt will sie oben auch abwischen. Peck. Okay. L rennt hier was? Ne, ich müsste mal hier ein Fenster reinballern oder nicht auf die nackte Holzlatte schauen. Du bist jetzt hier echt was am Aufräumen? Das ist ein bisschen sinnlos, süße, weil, ne, das ist, nett. Aber können wir jetzt hier mal, guck mal, hier werden wir gleich mal, wenn du aufgewischt hast, spülen. Und dann gucken wir mal, ob wir das repariert kriegen. Ne? So, einmal spülen bitte. Peggy, meine Süße. Ah, du machst jetzt nicht die, das heißt hier so, ne? Und dann mal ganz kurz hier reparieren, ob er das hinkriegt. Dann bin ich ja mal gespannt. Was war das jetzt gewesen? So viele Musiken, die ich nicht zuordnen kann. Okay, das ist auf jeden Fall ein älter was am Laufen. Okay, die Fontäne wird immer größer, da meine ich das nur. Okay, in Schule, alle in Schule. Ja.
So, hast genug gelaufen, Süßer? Okay, deine Energie ist platt. Ja, dann würde ich sagen, der Stil echt. Dann machst du mal hier ein Nickerchen auf der Couch, ne? Hier, bitte sehr. Da klingelt das Handy. Möchte vorbeikommen? Ja, genau. Okay, komm ruhig vorbei. Wir pennen zwar jetzt mal eine Runde, aber komm ruhig rein. Meine Frau kennst du gut, ne? Und ja. Okay. Ja. Also, warte, am Pennen kommt Jeff denn von alleine rein? Also, das letzte Mal ist er, glaube ich, von alleine reingekommen, ne? Müsste normalerweise. Wo ist er? Sehen wir ihn irgendwo? Ja. Ja, wird schon kommen. Da ist er, ne? Kommt hinten raus. Er kommt über den Garten. Cool. Ja, Jeff, ey, ist ein bisschen müde, ne? Genau, mach dir erstmal einen Drink, ne? Mach's dir bequem. Jefferson Darcy, liebe Leute. Aha. Aha. Mhm. Yabosa? Yabosa? Okay, Peggy scheint das echt gewuppt zu haben. Pass mal auf, Süße, super, dann pass mal auf, dann plünder hier mal. Und nach dem Plündern kannst du sie auch wegwerfen. Wum, wum, wum. Mhm. Na, das machen wir aus Kelly und Handwerkern. Aus Peggy, ne? Das ist unglaublich. So, der ist was am Pennen. Wo ist hier unser Jefferson? Ist er noch was am... Ja. Jefferson Darcy, ne? Ja, nimmt sie erstmal den Drink, den er gemixt hat. Würde ich genauso machen, ne? Okay. Die Bar habe ich hier übrigens selber reingeballert, ne? Weil irgendwo hatte der irgendeinen Wunsch, sich einen Drink zu mixen. Das ist hier nicht original drin gewesen. Genau wie die Gitarre nicht und die Jukebox, glaube ich, auch nicht. Ja, die habe ich da so reingeballert, ne? Damit es ein bisschen wohnlicher wird. Kelly, meine Süße, was bist du hier am Schimpfen? Räum das mal auf. Wegwerfen. Kommt Jefferson? Ja, wollte wahrscheinlich gerade mit dir plaudern, ne? Dann muss der Pippi. Ja, so. Ja, so, genau. Mit einem Drink auf dem Klo, das ist nun mal so. Jefferson, pass mal auf, wenn es dir nicht passt, dann räum auf. Ganz einfach. Oh, trinkt er hier so einen Drink, ne? Alles gut. Alles Paletti. Alice noch was am Pennen. Ja, aber ich denke mal, was haben wir jetzt hier? Ja, Energie ist halb voll. Ja. Kannst mal wieder aufstehen, dann geht's dir auch besser wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. Okay, das ist der Mülleimer. Peggy, alles weggeschmissen. Schön. So. Oh. So, wir haben es jetzt 13.40 Uhr. Ne? Sag ich euch gelegentlich mal an, weil ihr die Uhr nicht sehen könnt wegen der Facecam. Facecam werde ich dann nächstes Mal oben links platzieren. Das ist wahrscheinlich dann sinnvoller. Was ist jetzt schon wieder, ne? Hä? Navio. Aha, Navio. Ja, das ist also komplett anders als in der Serie, ne? Inspiriert. Nuloi Sawata, Rissola Kumbar. Sipene Frosp, Sinoche. Fribs. Sind auch schon Freunde, ne? Pass mal auf, El, mein Freund. Das Ding ist, wenn ich das Ding jetzt repariere, dann ist dauernd hier wieder Musik im Haus. Das ist ja prinzipiell nicht schlecht, aber... Oh. Das wird mir alles zu unheimlich. Pass mal auf. Süße, du willst mal ein bisschen Kanal wechseln. Paskum, okay. Wir wollen jetzt Psycho Dead sehen. Psycho Dead, Psycho Dead, Psycho Dead. Kids his wife, cause you are in the town. Psycho Dead. Sind die Kinder wieder da? Nee, wir haben's. 14.30 Uhr, ich glaube, die kommen um 3 wieder. Ey, was machst du jetzt hier? Ey, räumt schon wieder auf. Ey, wieso räumst du denn schon wieder auf? Kollege, ich verstehe das nicht. Du bist El Bundy, du bist ein Idol meiner Jugend. Das kannst du nicht machen, du kannst es hier nicht aufräumen. Ach, der räumt das Glas von Jefferson weg. Aha. Ja, weißt du was, El Bundy, wenn du schon dabei bist, ne? Du kannst hier nochmal auffischen, ne? Da kenne ich ja gar nichts. Ne? So. Skeebs Zabula, hä? Jefferson erzählt der guten Peggy irgendeinen Scheiß, ne? Brogi. Jackalau Shoe Bretno. Bretno, genau. Tiefel. Pana Harnip. Mhm. Clevete Bainu. Mhm. Verdoi Befala Yen. Frida. Der ist glücklich. Er ist glücklich. Pinnwand voll. Aha. Schlechte Noten. Kann ich denn die Pinnwand noch irgendwie. Zim, 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 zim. Ja, diese Pinnwand, das ist der letzte. Also ich hätte wahrscheinlich alle direkt löschen können hier wahrscheinlich, ne? Zum, möchtest du? Ja, möchte ich löschen. Wumdi wamdi. So, cool. Hätten wir das auch geklärt, ne? Pinnwand leer, ne?
So. Hey, Alter, du kannst dich ja nicht hier. Das zum Sitzen. Da kannst du. Das ist El Bundy, ne? Ganzer Kerl, ne? Ja, nun, was willst du machen, ne? So. Minus 8, wieso minus 8? Ach, ich glaube, der Kaffee, ne? Bud hat sich einen Kaffee gemacht und das kostet, glaube ich, Kohle, ne? Ja, Komfort, ne? So, pass mal auf. Peggy, meine Süße. War nochmal das Handy, war hier. Ne? Plauder mit SMS schicken. Einladen. So, wir laden mal ganz kurz die gute Marcy Darcy ein. Dann bist du mal ein bisschen vorlaviert, ne? Dann haben wir Jefferson, haben wir das ganze Darcy-Pack hier, ne, bei uns, bei zu Hause, ne? Okay, Marcy kommt gleich, das ist cool. Alright. Deeps parfase horib. Rasha par baleum. Kryphoba. Okay. Bist du immer noch am Pen da oben? Okay, der ist aktuell ein bisschen hungrig. Okay, die Energie, wir haben es jetzt 16 Uhr. Halbe Energie. Muss der noch arbeiten heute? Nee, ne? Der muss. 22 Stunden, ne, der muss heute nicht mehr ran. Okay, dann lassen wir da oben pennen, wenn er das möchte, ne, gar kein Problem, ne. Kriegen wir, kommen wir auf klar, ne. Gut, Kelly, du bist am Lesen, Kelly, das macht mir Angst. Ne? Also, Bud, mein Freund, du könntest jetzt mal ein paar Schularbeiten machen. So, ein Level zu Level, der hat er eigentlich schon normalerweise, ne. Pass mal auf, dann, wie geht's dir denn? Bud, wie geht's dir? Der hat nicht mehr so viel Energie. Okay, so pass mal auf. Bud, ob du es glaubst oder nicht, deine Mutter, die hat da Talente entwickelt, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Okay, holt sich erstmal einen Kaffee in den Schädel, ne? Da ist Marcy, ne? Hey, Marcy Baby, ne? Du bist ein Huhn! Du bist ein Huhn! Aber Al ist gerade oben am Abpennen hier, ne? Levelaufstieg. Wir machen aus Peck eine totale Klempnerin, das ist unglaublich. So, pass mal auf. Ist Bud jetzt hier was im Hausarbeiten machen? Die Herde Schaukel lesen. Trinken. Pass mal auf, mach doch mal ein paar Pinos. Was hast du da aktuell so ein bisschen, ne? Dann machen wir es mal hier, machen wir hier. Hausarbeiten machen. Wumm. Ja, genau. Lies das Buch mal weg, ne? Und insofern, ne? So, ich würde die Cam unten belassen, nur ein Stückchen nach links. Zwischen die Bewohner und der Anzeige. Ja, das könnte man machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ja, kann man machen. Ja, dass ihr dann zumindest das seht, was die Zeit da geschlagen hat. Ne? Okay, kriege ich hin. Also werde ich mir auf jeden Fall überlegen, aber das klingt ganz gut. Ne? Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. So, alright. So, pass mal auf. Peggy, Schatz, du wirst jetzt hier nochmal ganz kurz ein paar Teile plündern. 5 hat sie schon. Ne? Und dann kannst du den Scheiß auch wegschmeißen. Also, ne? Weil, ne, ist so, die reagieren eh nicht so wie die Serie. Insofern, ne, kann man jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen wegwerfen. Okay, so, du musst, glaube ich, oh Gott, du musst einiges machen, mein Schatz. Du musst jetzt ganz kurz mal hier deine Blase entleeren, ne? Bumm. Verbessern könntest du jetzt theoretisch auch. Al, bist du immer noch am Pennen? Ne? Al sitzt am Kacken. Ne? Marcy Darcy steht vor der Kacktür, ne? Und wartet, ne? Dazu, was musst du auch Pipi? Ne? Du bist ein Huhn! Na, wir haben auch mit Al schon, ne, fürchterlich mit Marcy geschimpft, ne? Dramatische Bitten zu gehen, schlüpfrige Frage stellen. Genau, na Marcy, ne? Wie läuft's denn so unter uns Hühnchen? Das, ne? Oh, Moment, El? So, also noch verstehen sie sich ja, eigentlich verstehen sie ja nicht wirklich, ne? Kokett. Na, du bist ein Huhn. Ja, die kennen sich schon, ne? Die haben mehr Auswahl, was können wir denn da machen? Gemein. Anstacheln, beleidigen, genau. Du bist ein Huhn. Marcy Darcy. Genau, du bist ein Huhn, bleibst ein Huhn. Okay. Marcy plaudern. Jetzt machst du mal ein bisschen fertig hier, ne? Du bist ein El Bundy, ne? Du bist ein Huhn. Na gut, okay. Was ist hier mit Patrick? Der hat seine Hausarbeiten jetzt gemacht. Ist er dabei? Na, ein bisschen muss er noch. Okay. Kel, was machst denn du da? Eine Mikrowellenmahlzeit oder was? Aha. Ja, scheint so zu sein, dass ich einen Muffin gemacht habe. Okay, jetzt ist er, glaube ich, gerade hier was am Schimpfen, ne?
Ja, schaut Sport, natürlich, ne? Wird er irgendwann ja auftauchen als Sportler, ne? Als Profisportler, als den wir ihn konzipiert haben, ne? Kann man bringen, ne? Alright. Komm, jetzt beleidige die Marci noch ein bisschen, ne? Tag, entschuldigen. Nee. Wir sind El Bundy. Über Outfit spotten. Jetzt, Kelly macht den Muffin, ne? Jetzt nimmt sie den Cupcake und Elle haut sich den in den Schädel, ne? Genau. Marci, du bist ein Huhn. Genau, Marci plaudert. Das klingt wahrscheinlich auch nicht gut, ne? Aber Junge, was willst du machen? Ne? Aha. Ja gut, die beiden mögen sich nicht. Das soll ja auch so sein, ne? Na, zumindest also in der Serie waren sie sich mehr oder weniger wirklich Spinnefeind, ne? Aber, ja, was willst du machen, ne? Machst du gar nichts. Wo ist Pat eigentlich? Ist sie schon am Pennen? Okay, die macht auch ein Nickerchen. Aha. Gut, die Energie ist ziemlich platt. Wir haben es jetzt 19.15 Uhr. Da braucht man nicht mehr ganz so viel Energie. Pass mal auf, Peck, Süße. Du wirst jetzt nochmal hier Abendessen servieren. Was können wir denn machen? Gartensalat? Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Machen wir einen Gartensalat, Süße. Ne? Dann schauen wir mal. Ebenor. Ja. So. Dag. Wo ist Jefferson noch da? Ne, Peck kommt da gerade runter. Search him. Okay. Was ist los hier? Marci Darcy, was ist dein Problem? Das ist ein Original Ferguson. Ja. Ne, das ist der Thron von El Bundy, ne? Giuseppe? Ach, die ist hier was am Reden üben. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier unten auch einen Spiegel haben. Das ist eine coole Sache, ne? Danke, Marci. Das war sehr hilfreich, sehr lehrreich. Was ist mit Bud? Wieso schleppt er sich so durch die Gegend? Er macht noch einen Kaffee. Alter, du wirst mir kaffeesüchtig wie ich. Pass mal auf. Energie ist auch relativ platt. Der hat auch Hunger. Ja, das ist dann normal, ne? Okay. Aber, ne? Kelly, meine Süße, ne? Dein Spaß ist ein bisschen. Okay, die isst zumindest irgendwas. Mal, sind das irgendwelche Hausarbeiten? Okay. Das sind wahrscheinlich Kellys. Genau, deine Mutter kocht. Das ist was ganz Neues, aber die macht bloß einen Salat. Mhm. Elle räumt schon wieder auf. Freunde, ihr macht mich fertig. Das ist unglaublich. Ihr seid die Bundys. Ihr seid die Bundys. Aber so ein Salat dauert ganz schön lange, liebe Leute. Das ist ja unfassbar, ne? Okay, pass mal auf. Patrick, genau, du nimmst jetzt mal einen Teller, bitte, ja? Voller Verzweiflung trinken, okay. Nicht Verzweiflung hier, wuppdiwappdi, Gericht nehmen. Ja, komm, nimm den Gericht. Ne, wie sieht's mit Kelly aus? Die hat, glaube ich, auch Hunger, ne? Ne, die hat gar nicht so viel Hunger. Al, Kollege, bist du am Pennen? Wo ist der? Wo ist Al? Okay, pass mal auf. Al, du nimmst ja auch nochmal ein Gericht hier, wummdi, Gericht nehmen. Ne? Okay, Marci sitzt auf jeden Fall noch am Rechner, ne? Hosse ab, Sulzul, was ist los hier? Aha, hat irgendein Pokal gewonnen, keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht. Aha. Okay, Marci geht wieder nach Hause. Gut, guck mal, will mal ganz kurz verfolgen. Wo geht die denn, wie geht die hier hinten wahrscheinlich lang? Aha, wer ist das? Keine Ahnung. Wo ist denn das Haus? Wo gehst du hin, Marci? Ist euer Haus nicht hier? Hier ist euer Haus. Oh gut, ich meine, da ist nicht viel drin, ne? Sind wir ehrlich, ne? Das ist schon, ne? Okay, Elle haut sich den Salat in den Schädel. Patrick, mein Junge, ne? Hast du jetzt gegessen? Schmeckt das Essen nicht? Gartensalat essen. Buch in der Bibliothek lesen. Elle kennenlernen, ne? Alter, das ist dein Vater, ne? Das ist normalerweise, und das ist kokett werden. Aha. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, du kannst jetzt mal in die Tonne gehen, Kollege. Hast du das jetzt endlich aufgegessen? Der ist aber super langsam, der gute Bud, ne? Das ist unfassbar. Ist egal. Du musst jetzt trotzdem mal in deine Tonne gehen. Hier, wuppdiwupp, das ist das Elternschlafzimmer. Pardon, hier, da, ne? Schlafen. So, Kel, meine Süße, die braucht Spaß. Wo ist sie? Ist sie am Pennen? Oder ist sie im Moment? Die ist auch schon am Pennen. Peck? Oh, Snorke. Patrick, was machst du? Wieso tragt ihr den Scheiß alle nach oben? Okay, pass mal auf. Elle, du gehst auch mal eine Runde pennen. Oh, ich hab, glaube ich, Peck ins falsche Bett gesteckt. Pass mal auf, hier. Schlafen. Süße, tut mir leid. Ja, das mit dem Umklicken, das finde ich auch noch,
Das ist bei Sims 3 auch besser gelöst. Ne? Ufo, wenn du noch da sein solltest. Ne? Also das, man muss immer wirklich umklicken, ne? Und das muss man bei den Sims auch, aber das ist irgendwie besser angeordnet bei den Sims 3, finde ich. Patrick, was machst du? Patrick, du sollst hier schlafen gehen. Moment. Schlafen. L. Schlafen. Wuppdiwappdi. Patrick, mein Freund? Okay, ihr sollt nicht so viel Kaffee saufen. Könnt ihr nicht pennen, Freunde? Okay. Oh Gott, Moment. Ich glaube, wir müssen den erstmal ganz kurz hier auf die Ferguson setzen, sonst explodiert der Knabe gleich. Zim, zam, zum. Und dann schicken wir ihn ins Bett. So, pass mal auf. Wenn du hast gemacht Pipi, du gehst dann schön schlafen, ja? Patrick, okay so? Ja, ne, der ist kurz vorm Explodieren. Spaß hat er auch nicht, aber das kriegen wir morgen irgendwie wieder hin, ne? Soll er sich irgendwas machen, irgendwas, ne? Irgendwo beschäftigen, ne? Mit seinem Magazin oder so, wie er halt eine Serie macht, ne? Ein Keller hat das Haus übrigens nicht, weil Bud ist ja irgendwann in der Serie auch in den Keller gezogen, ne? Milko. Ja, Milko, ne, genau. So, alle anderen pennen jetzt, warte mal. Pennen. Genau, Patrick, du bist der letzte Mohikaner. Ne, guckst schön die Tür an. Genau, abziehen, genau. Hände waschen. Hier ist gar kein Dings drin, ne? Krieg ich den hier noch irgendwo vielleicht. Und hier muss man ganz kurz gucken. Hier, Baumodus. So, warte mal ganz kurz. Hier Haus. Wo ist Sanitär? Sanitär, ist das Bodenmodus? Wandmodus? Zimmergestaltung? Hier, da. Aber das ist nur die Gestaltung. Ne? Eigentlich will ich hier ein. Ich will nur ein Waschbecken kaufen. Wie oder wo mache ich das? Moment. Irgendein Waschbecken. Moment, alle zeigen. Sanitär. Was haben wir da? Genau, hier ein Waschbecken. Flum, dumm, dumm. Ne? Dann, sonst rennen die immer nach oben. Das ist ja auch scheiße. Aber haben wir es auf jeden Fall gefunden. Finde ich gut. Und so, Patrick, bist du jetzt in der Tonne? Was machst du denn jetzt noch? Ach ja, Hände waschen. Okay, das brauchen wir dann bald nicht mehr. Ne? Das haben wir jetzt da eingebaut. Ne? Das heißt, ne, ihr könnt auf jeden Fall nächstes Mal euch dann direkt da die Pfoten waschen. Mhm. Alrighty, right. So, alle anderen sind am Pennen. Schleppen wir uns mit Bad ganz traurig und langsam nach oben. Ne? So, okay. Okay, also Bad ist energetisch im roten Bereich, ne? Man sieht es an seinem Gang, ne? Das ist schon eine harte Nummer, ne? Mhm. Okay. So, meine lieben Leute, könnt ihr vielleicht bitte nochmal einer kurz was in den Chat schreiben, dass ich sehe, dass das bei mir hier noch am Leben ist, dass das nicht eventuell hängen geblieben ist oder so, wäre ich sehr, sehr dankbar. Einfach Hallo oder sonst irgendwas. Ganz cool, jetzt eine Nachricht bitte mal in den Chat schreiben. Boah, was ist hier? Der Birke voll am Abwackeln hier, unglaublich. So, Patrick, Kell. Okay, Bud ist schon wieder. Elle ist schon wieder wach. Unglaublich, ey. So, Moment. Was macht er denn jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Freunde. Elle? Kollege? Okay, Pack ist jetzt auch was am Pin. Habe ich wahrscheinlich irgendwann vorher nochmal angeklickt, ich weiß es nicht. So, Marlon, ich danke dir. Hey ho, alles klar. Es funktioniert noch, es läuft noch. Super. Pass mal auf, mein Freund, du könntest jetzt theoretisch mal eine Runde an Sandsack, ne? Du musst ja, ne? Sportler und so, wissen wir ja, ne? Boxen, ne? Und ja, genau. Na, geht ja in seine Alterskleidung, okay, kann man aber machen, ne? Peck, du müsstest eigentlich auch schon relativ fit sein. Ne? Pass mal auf, du könntest jetzt theoretisch, obwohl du eine Bande bist. Kelly ist schon wach. Die sieht aber gar nicht gut drauf. Ne? Was ist los mit dir, Süße? Unwohl. Ja, die schlechte Umgebung. Ne? Also, das ist halt so eine Sache. Ne? Also, das finde ich halt irgendwie. Ne, da hätten sie sie nicht irgendwie schlecht draufbringen sollen, sondern ne, dafür sorgen, dass sie sich dann entsprechend die Sache auch ändern. Ne? Sondern ne, wenn sie sich unwohl fühlen, weil die Hütte scheiße aussieht, dann räumst du die Hütte auf. Ganz einfache Geschichte. Ne? Genau, da kommt auf jeden Fall auch, das wollte ich ganz kurz gucken, ne, dass er hier auch ein bisschen was macht. Ne? Alter, du hast hier ein Mädchen. Hier, Jab, 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 komm, Uppercut. Wütend. Ja, jetzt, wenn du wütend bist, dann hau das Ding richtig, genau. Nur weil ich gesagt habe, hau auf wie ein Mädchen. Ja, okay, kann man machen. Ne?
Ja, genau, jetzt hier, los, jab, jab! Zügig! Warum ist der wütend? Wütendes Gemäldebeginn, aha. Peggy heiraten, ihr seid verheiratet, Freunde. Ich sehe doch hier irgendwo die, ne? Das ist so eigentlich, Peggy, Ehefrau, sind Eheringe, genau, Ehegattin. Wieso will er die jetzt heiraten? Kann mir das irgendwer erklären? Also ich verstehe das nicht. Okay, er muss, glaube ich, mal eine Runde Pipi machen. Dann machen wir das mal, El Bundy. Ärgerliches Häuflein machen. Okay, lass mal das mal richtig wütend scheißen. Das ist eine gute Sache, ne? El, hier, pass mal auf. Du gehst jetzt mal wütend einen abkängen. Was hältst du davon? Ja? Verfolgen wir dich? Boah, er ist mal richtig schlecht drauf, ey. Mach einen auf John Cena. Genau, John Cena. Ne? Das ist auf jeden Fall der wütend kackende El Bundy. Hat auch nicht jeder. Ja? Okay. Na, wütend kacken sieht doch nicht anders aus, ne? So. The Champ is here. Yeah, the Champ, genau. Coole Sache das. Es ist El Bundy, der Champion. Missy, wie steht's bei Dortmund? Ist das Spiel schon aus? So, pass mal auf. Dann machst du jetzt hier noch ein bisschen aufgebrachte Wiederholung. Ja, mach mal ruhig, ne? El, solange du halt so wütend bist, kannst das... Oh, der hat die Ferguson geschrottet, der Trottel. Gut, pass mal auf. Peck, meine Süße, wo steckst du? Was willst du? Pass mal auf. Du bist ja unser Reparaturkönig. Du machst die Ferguson jetzt mal heil. Bitte sehr. Du kannst deinen L bewundern, das ist eine gute Sache, aber, ne? 3-1. Oh! Er druck ab. Was? Der Champ ist hier. So, pass mal auf. Er druck ab. So, 3-1. Also, ne? Das ist gut, Missy, vermute ich mal, ne? Meine Fortuna hat ja verloren, ne? Sehr ärgerlich. Aber ja nun. Gut. Was, mein Freund? Du bist halt am Duschen, das ist auch okay. Da musst du noch was essen, Kollege. Du musst, Kelly, Süße, was mit dir? Die braucht ein bisschen Spaß. Oberschule besuchen. Oh Gott, jetzt müssen die schon alle in die Schule. Verdammte Kacke hier. Okay. Peck ist echt was am Aufräumen, ne? Das ist, beziehungsweise am Reparieren. Mr. Bundy, wann müssen wir denn wohl eventuell zur Arbeit heute? 6 Stunden. Pass mal auf, dann haust du dir jetzt hier nochmal was im Schädel. Ist das noch gut, der Salat hier? Der ist nicht mehr gut. Ne? Pass mal auf, dann machen wir jetzt hier Frühstücken. Machst du mal einen Haferbrei. Das, ne, kriegt man, denke ich, hin. Das kriegt selbst ein Bundy hin. Ja, okay. Was musst du denn sonst noch machen irgendwie für... für den Job muss er... Hat aber alles Energie geladen. Die Stimmung braucht er. Die Möglichkeiten, meine Karriere zu verbessern, sind gut gelaunt zur Arbeit gehen. Tagesaufgaben, gute Beziehungen zu Kollegen unterhalten. Ne? Unwohl. Ja, dass man sowas mit der Mikrowelle macht, wusste ich nicht, ne? Okay. Ich glaube, Al hat so doll gekackt, dass das Klo kaputt ist. Genau, der hat die Schüssel durchschossen, kann man so sagen. Ich glaube, Marlon, du hast recht, der hat die Schüssel kaputt geschissen. So, pass mal auf, genau, jetzt ein bisschen was fressen hier, Kollege, ne? Ja. Alright. Oh Gott, ja gut, ich meine, sieht natürlich echt grässlich aus, aber, ne? Na, anstatt, dass sie hier, ne, sich unwohl fühlen, ich wollte nicht, dass die Alte wegmachen, aufräumen, fertig, ne? Sonst fühlt sie sich nie unwohl. Ganz einfache Geschichte. Das finde ich halt ein bisschen kacke, ne? Das ist diese Gefühlsduselei, ne? Das ist für mich, ne? Das hätten sie sich echt sparen können, ne? So stark ist er, genau. Ja. Marlon, hast du recht, ne? Er hat die Schüssel kaputt geschissen, ne? Das kommt vor, ne? Aber die gute Peck hat sie ja wieder repariert, ne? Peck, Süße, wo gehst denn du hin? Was machst du? Oh, du gehst auch eine Runde. Pass mal auf, dein Mann hat die Schüssel gerade kaputt geschissen, ne? Du machst das wahrscheinlich ein bisschen zärtlicher, gehe ich mal von aus. So, El, mein Freund, wieso guckst du so finster aus? Ja, alle sind ja traurig, weil es hier aussieht wie Hulle, ja? Räumt auf, Freunde, ganz, ganz einfache Geschichte. Ach, du Scheiße, der Kühlschrank ist kaputt. Peck, mein Schatz, dann musst du den erstmal reparieren. Das geht nicht anders. Hauke, genau. Ja, scheiße. Ja, tut mir leid, Freunde, ne? Peck muss jetzt als erstes mal den Kühlschrank, weil die ist unsere Reparaturmeisterin. Was hat die eigentlich schon jetzt hier an Fähigkeiten? Moment. Beziehung, ja. Fähigkeiten. Geschicklichkeit 2. Dann müsste sie eigentlich hinkriegen, ne? Charisma, Kochen. Die hat schon gekocht. Fähigkeit 2. Ne? Was jetzt? Notenaufschwung. Geschichtsunterricht. Steht ein wichtiger Test. Test an. Die Leistungen von Bud sind hier bisher mittelmäßig und an guten Noten im Gesamten verbessern. Soll er übliches Lernprogramm durchziehen oder viel lernen? Viel lernen. Bud ist fleißig, ne? Leistungsverbesserung klein. Naja, gut, okay.
Bud ist fleißig, ne? Der ist auch extrem, ne? So. Und jetzt haut er sich eine Schüssel Nudeln in den Schädel, genau. Das ist, ne? Das ist El Bali, ne? Erst wird rausgekackt, dann wird's wieder reingefressen, ne? Das ist halt, ne? 4 Touchdowns in einem Spiel, so, pass mal auf. Kelly, Fächer Probleme, fernbleiben. Kelly hat keinen Bock auf Schule, ne? Kelly sieht gut aus, ne? Das kleine Rote, das kurze Rote am Mittwoch für Mathe. Wie war das? So ähnlich, glaube ich, ne? So, El, was machst denn du da? Kannst du joggen? Genau, jogg mal. Wobei, ne, wir wissen natürlich, der muss natürlich auch arbeiten. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß ja nicht, wenn er jetzt wirklich am Joggen ist, ob der die Hygiene geht sofort den Bach runter. Ob der dann wieder reisen muss, das wäre halt, ne, glaube ich aber nicht. Okay. So, pass mal auf. Peggy hat Hunger. Hat Hunger und jetzt, genau, jetzt haut sie sich erst was in den Schädel. Und alle hier, sie ist glücklich. Ja, die stört das nicht, ne? Weil Peggy, ne, ist so konzipiert, die ist faul. Die hat ein dickes Fell, ne? Die kommt hier drauf klar. Die anderen sind alle ein bisschen etepetete. Na, nur das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe. Wenn es mich stört, ändere ich es, mache ich es weg, ne? Ganz einfach. Ja, genau, ne? Das ist Peggy, ne? Die kommt drauf klar, ne? So, pass mal auf, ey, mein Freund. Ja, okay, wo sind wir denn hier? Immer noch relativ nah am Hause, ne? Oh, er rennt hier nur die Straße rauf und runter? Aha. Okay. Ja, kann man machen, ne? Er freut er sich, ne? Okay. Ja, pass mal auf, dann würde ich sagen, gehst du noch mal eine Runde duschen. Duschen. Hier, wo ist die Dusche? Flumdi-wumdi, Moment, oh cool. Wobei du natürlich als Sportler sowieso auch wieder an Stinken fängst. Aber du bist, glaube ich, irgendwas mit... Was ist der aktuell? Wasserträger? Da mal ganz kurz gucken. El Bundy, pass mal auf. Was bist du momentan? Du bist momentan Umkleideaufseher. Da stinkt der auch mal ganz gerne. Ne? Insofern ist das halb so wild. Ne? So, okidoki. Peggy, mein Schatz, was machen wir beide jetzt hier? Hygiene. Sie geht auch duschen. Oder habe ich die jetzt duschen geschickt? El, was machst du? Wo bist du hin? Bist du immer noch am Joggen hier? Mit Ute plaudern? Habe ich das angeklickt? Ah, L. Ich meine, Ute, wenn das Ute ist, ne, ist, kann ich verstehen. Aber ich meine, war nicht blond deine bevorzugte Farbe? Weiß ich nicht. Flurry91, guten Abend. Gerade ist gekommen, aber noch rechtzeitig. Flurry, ich grüße dich. Wir sind noch, ja, ein bisschen haben wir noch. Also ich kann heute nicht ganz so lange überziehen, wie ich das sonst immer mache. Aber ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch. So, pass mal auf, dann gehst du mal nach Hause, L. Ne? Kelly, mein Schatz. Pardon, Peggy, mein Schatz, so, die denke ich mal, wird dann fertig sein, dann kannst du auch eine Runde duschen, weil du musst ja auch gleich arbeiten, ne? 3 Stunden, genau, so. Süße, ne, Peck, du kannst jetzt mal, ja, Peck ist immer alles im grünen Bereich, ne, während die ganze Familie am Abjammern ist, ne, dann sind die halt, ne, alle, scheiße, blablabla, und Peck kratzt das alles nicht, die ist ja relativ grob motorisch gestrickt, ne, so, pass mal auf, dann würde ich vorschlagen, ja, man könnte ja mal aufräumen, ne? El, habe ich dich zum Duschen geschickt? El, Baby? Ja, sehr unwohl. Ja, gut. Räumt auf, Freunde, ne? Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Ne? Anstatt hier, ne, den Scheiß aus dem Weg zu machen, ne? Von wegen, wegmachen? Nein, ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich scheiße. Man, du gehst gleich arbeiten, Alter. Du gehst in die Umkleide. Da wird es wahrscheinlich noch beschissener aussehen und wahrscheinlich noch unangenehmer riechen, ne? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt guckt Peggy erstmal ihrem El beim Duschen zu, ne? Ich glaube, man kann hier auch keinen, kann man nicht. Bei den Sims 3 konnte man unter der Dusche, glaube ich, auch noch ein paar andere Aktivitäten machen. Ne? So frei nach das faktuelle Sportstudium. Was macht sie jetzt? Kell, süße, Peck. Oh, Fernsehen, ne? Das ist hier gemäß. Ne, sie geht an den Computer, okay. Oh. Naja. War davor, was kann ich mir nachträglich angucken? Genau, du kannst, ich glaube, ich habe das bei Steam so eingestellt, dass du 4 Stunden zurückspulen kannst und die Highlights werden, glaube ich, auch für eine gewisse Zeit gespeichert, sind irgendwann weg, also die letzten Streams, die ich gemacht habe, sind nicht mehr da, aber ich werde die auch auf YouTube hochladen, ne? Das heißt also, ne, die 2 Stunden, das kriegen wir auch auf jeden Fall hin. So, Peck, mein Schatz, wo bist du? Ja, genau, so will ich dich sehen, Fernsehen guckend, ne, auf dem Sofa, das ist meine Peck Bundy und nicht hier, ne, alles, ne, das ist... Ja gut, man kann das halt nicht 1:1 übersetzen. Das ist halt leider bei den Sims nicht möglich. Da haben die Sims halt ihren eigenen Kopf. Ne? El, musst du denn jetzt arbeiten? Musst du gleich arbeiten. Ne? Wie lange hast du noch? Oh, 2 Stunden, okay. Irgendwas piept hier. Was piept hier?
Forni Fatoza Bab. Flizza. Pniops. Ach hier, Darcy. Okay, okay, okay. Genau. Und Darcy kommt vorbei. Ne? Ich muss das gleich arbeiten, aber Peck ist ja noch da. Genau, ich da. Jessazuna? Genau, das ist, hätte ich auch fast gesagt, aber ich konnte mich gerade noch zurückhalten. Stun Weebus. Ziffel Fuba. Genera Sibu. So. Bimbo, genau. So, wie lange geht die Schule noch? Wir haben es jetzt aktuell 13.17 Uhr. Das heißt, die Kurtens müssten noch ein bisschen in der Schule sein. Ja, Barlene Yorid. Friendship, genau, Friendship, genau. Schub. Kusip. Aha. Kann man bringen, Freunde, kann man bringen, ne? Da ist Jefferson, ne? Jasel, genau. Dag. El, der sitzt neben dir, und zwar in der anderen Richtung. Ach, der muss arbeiten, El muss arbeiten. El muss zu arbeiten gehen. Lehren? Wie lehren? Was lehren? Ach, den Kaffee, auch der Kaffee wird schlecht, okay. Hohoho, okay. Wolltest du das nicht lehren? Warga! Oh, Stone. Jetzt regt sich selbst Peggy auf. Ja, räum auf. Ne? Du bist die Hausfrau hier. Peggy, mein Schatz. Ne? Süße, das ist eine. Du bist Peg Bundy. Du könntest. Hast natürlich keinen Bock. Du machst das ja wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, nun, was will man machen, ne? Jefferson? Miax. Alle sind sich an mir beschweren, wie scheiße das aussieht. Aber keiner kommt auf die Idee, mal aufzuräumen, ne? Der Einzige, der so ein bisschen aufgeräumt hat, ist L. Und L hat, glaube ich, wirklich andere Dinge, ne, zu tun. Was machst du jetzt? Spielen. Wie spielen? Oh, Lux. Oh. Ach, in dem Müll spielen. Ah, das ist Peggy Bundy, ne? Das kommt vor, ne? Ja. Was will man machen, ne? So, L ist auch auf der Schicht, ne? Ja. Das war's. Die denkt an Kohle, ne? Ich habe sie ja auch, sagen wir mal, materialistisch gemacht, ne? Können wir uns ein bisschen Jefferson ärgern, oder was machen wir jetzt? Bum, dum, 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 di, dum. Pass mal auf, kannst du nicht noch Marcy anrufen? Ruf doch mal die, wo gehst du jetzt hin? Schachspiel, ne, pass mal auf, Süße, du wirst jetzt mal hier die Marcy anrufen. So, Moment, plaudern mit. Einladen, Marcy, Darcy, bitte sehr. Na, dann gucken wir mal. Jorp? Jorpen, Böken? Alupais? Okay. Jalurba Kitsuni? Mhm. Zimse Kohaven? Pohaven. Okay, einer, genau. Marcy kommt gleich, ne? Das ist gut, weil Jefferson ist ja auch schon da, ne? Das ist eine coole Nummer. So, pass mal auf. Peck. Wie geht es dir? Was ist hier, ne? Bei Peck ist immer alles grün. Die anderen sind alle voll am Abnehmen, aber bei Peck ist immer alles grün, ne? Das ist halt wirklich wie in der Serie, ne? Hauptsache erstmal beschwert sich über die eigene dreckige Umgebung und dann im Dreckspiegel gehen. Genau. Das ist halt, ne, Peg Bundy, ne? Das, wie gesagt, die ist auch relativ, ne? Du siehst ja hier alles grün, ne? Bei Peg. Peg hat ein dickes Fell. Ne? Ich kann dir nochmal ganz kurz hier die Eigenschaften zeigen, die sie so hat. Fähigkeiten, wo war das nochmal? Hier, genau, Simulogie. Ne? Sie ist faul, ne? Und faule Leute stört sowas nicht. Sie ist eine Chaotin, stört das überhaupt nicht, ne? Und materialistisch aufgeschlossen. Das heißt, faul und chaotisch ist eigentlich das, ne? Der beste Garant dafür, dass hier tatsächlich alles grün ist, ne? Und das. Oh, die Kids sind auch schon wieder da. Aha. Kelly, bist du am Stinken hier? Kelly, ich glaube, Kelly ist am Stinken. Okay, die braucht aber dringend Spaß. Ich glaube, die braucht mehr Spaß, als sie gerade ein Deo braucht. Weil, ne, das ist hier ganz am Grund, Freunde. Aber ganz am Grund. Ich sag euch das, ne? Das ist. Ja, ne? Okay, Marcy ist da, ne? Hier wird ein bisschen, ne? Weiber getratscht. Pass mal auf. Können wir ein bisschen hier tratschen? Bitten zu gehen. Mehr Auswahl. Freundlich. Bitten einzuziehen, ne? Genau, hier. Beste Freunde werden, genau. Marcy, Darcy, ne? Oh, sie sind beste Freunde. Im Gegensatz zu Ellen, der kann die ja gar nicht leiden, die gute Marcy, ne? Du bist ein Huhn! Krellim, Schmickeljar! Aber Elle ist gerade was am Arbeiten, ne? Der Gute, der braucht auch Spaß. Pass mal auf, Patrick. Guck mal hier ein bisschen, ne? Guck mal ein bisschen Fernsehen. Du brauchst auch ein bisschen Spaß, ne? Sonst gehst du mir noch, ne? Wirst mir noch zum, ne? Was weiß ich was, ne? Das wollen wir gar nicht wissen, ne? Ja. Aha. Okay. Gut. Bud ist noch, bzw. L ist noch was am Schackern hier, ne? Ja, ein bisschen Hunger und Spaß. Was ist ja dem. Level 4 der Fitnessgeräte haben wir schon gerade, genau. 2 Fitnessgeräte benutzen haben wir auch. Eine Stunde bis an die Grenzen gehen. Ich glaube, da muss man irgendwie für, ich weiß nicht, das ist, ne, das kriegen wir irgendwie hin, ne? Jetzt nicht mehr heute, ne, weil wir machen gleich Feierabend, liebe Leute. Wir haben es jetzt, die 2 Stunden so gut wie voll.
Ein paar Minuten geben wir uns noch und dann, ne? Oh Gott, wie das hier aussieht. Ich meine, gut, dass die alle schlecht drauf sind, kann ich schon verstehen, aber, ne? Was ich nicht verstehe, ne? Wenn man schlecht drauf ist, ne? Nur vom Rumheulen wird es nicht besser, ne? Dann macht man es weg, ne? Ganz einfache Geschichte, ne? Ja. Ja. Aha. Aha. Okay, mein Schatz, was machst du jetzt? Auch ein bisschen. Im Internet. Ach, sie surft im Internet. Okay, kann man machen, ne? So, Patrick, bist du jetzt schon ein bisschen besser drauf? Ja, das dauert. Der Spaßbalken, ne, braucht echt eine gewisse Zeit, bis der hochgeht. Hm? Mal, bist du da Pornos am gucken? Nee, das ist Kinderkanal. Kannst hier mal Kanal schauen? Was wollen wir denn mal gucken? Romanze, Kochkanal, Comedy, ne? Guck mal hier, ein bisschen romantistisch, ne? Bist ja so ein kleiner Fan für. Wie habe ich dir eigentlich den guten Bad nochmal erstellt? Moment, ganz kurz mal gucken. Der ist, wo war das? Hier, da war das. Der ist romantisch, ne? Der ist tollpatschig und schneller lernen. Genau, weil das halt ein cleveres Kerlchen ist. Deswegen wundert mich das ein bisschen mit den Noten. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Der Spaß kommt so langsam wieder. Mm. So, erstmal ganz kurz. Können wir denn hier eventuell... Mach mal ein Abendessen, Bad. Was machen wir denn mal? Mach mal Makaronis mit Käse. Kriegst du das hin? Ich glaube, der hat auch schon Kochfähigkeit 2, ne? Warte mal, war das da? Ja. Kochen 2, genau. Bud hat schon Kochen 2. Wie, Bud, hallo? Okay, also man muss das immer abklicken. Das finde ich zum Beispiel auch scheiße. Dass man das immer jetzt abklicken muss, ne? Das ist bei den Sims 3 auch besser gelöst. Ich versuche halt immer so ein bisschen so mitzuteilen, was ich an den Sims 4 nicht so toll finde, im Gegensatz zu den Sims 3. Patrick, ich habe gesagt, du sollst kochen, Kollege! Unwohl. Ja. Gut, das ist passiert, aber ja nun. Du musst, ne? Alle sind ja am Jaulen. Nehmen, wie es hier aussieht, aber keiner kommt auf die Idee zum Rausholen. Das ist zum Aufräumen. Ne? Peck, ne? Peck ist, wie gesagt, relativ schmerzvoll. Guckt euch an, die ist hier grün ohne Ende, ne? Aha, genau, ne? Kann man bringen, ne? Yep. So, pass mal auf. Patrick, du bist jetzt wieder am Kochen. Lass es bitte nicht. Mach kein Feuer. Alter, mach kein Feuer. Ne? Irgendwer hatte was gesagt, von wegen der Koch hier. Das ist richtig, ne? Kann ich die denn... Was kann die? Können wir Theodor verkaufen? Den brauchen wir eh nicht. Ist egal. Ne? Und beim Bundys, ne? Das ist halt ein Bundy-Haushalt. Ne? Das ist halt, wie es ist, ne? Fresh Yumpy. Ah, fresh Blunderblunder. Okay. Ja, pass mal, lass deine Tochter mal ein bisschen in Ruhe duschen. Okay, die hat immer noch keinen Spaß. Aber sie singt wenigstens. Pass mal auf, Peggy Boy, Baby, du grün. Alles grün. Ich bin begeistert. Peggy, mein Schatz, ich bin begeistert. Okay, der, pass mal auf, wie sieht's hier hungertechnisch bei dir aus? Kelly hat das wirklich noch. Auch nicht. Na gut, Bud braucht auf jeden Fall was zu essen, ne? Guck mal, Peggy, du kannst dir auch mal ein bisschen was geben, ne? Nimmst du mal ein Gericht, ne? Zum Essen rufen, ne? Rufen alle zum Essen, ne? Okay, sie guckt gerade Fernsehen, ne? Baut sich der Spaß ein bisschen auf. Das ist auch wichtig, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, ne? Snurb! Ja, Snurb, genau. Jetzt wird ein bisschen hier gesimst oder was weiß ich, ne? Gewhatsappt, ne? Ich kann's nicht sagen. Simba! Watuni? Was? Okay, das war das Zeichen, ne? Bitte alle essen kommen, tralala. Gute Sache, das. So, pass mal auf. Er ist noch immer. Wie lange muss denn der Bunny eigentlich arbeiten, ey? Wahrscheinlich im Nachtverkauf im Schulladen, ne? Pass mal auf, Zim. Du musst arbeiten bis. Ach, das ist Peggy. Moment. Bis 21 Uhr. Wir haben es jetzt 18.50 Uhr. Das heißt, er muss noch eine ganze Zeit, der gute L. So, Dewey. Genau, du sollst hier was am Sitzen, ne? Pass mal auf, wir gehen jetzt zurück. Aber, ne? Gut, die gute Kel braucht allerdings noch ein bisschen Spaß in den Backen, ne? Gut, soll sie erstmal was essen. Patrick, mein Freund. Okay, du isst jetzt auch erstmal. Der ist total langsam. Also Patrick braucht, glaube ich, 2 Stunden zum Essen. Na, das ist irgendwie alles so eine Sache, ne? Ja. Okay. So, Kelly, Schatz, du musst jetzt hier nochmal ein bisschen Spaß auf. Okay, der Hunger ist fast weg. Dann würde ich sagen, ne? Guck doch hier nochmal ein bisschen rein. So, pass mal. Immer noch ein bisschen Kanal schauen. Guckst du mal ein bisschen. Guckst du mal ein bisschen. Bisschen Comedy, ne? Kommst ja aus der Comedy, ne? Ja? Christina Applegate ist ja L. Bundy, beziehungsweise Kelly Bundy, ne? Die hat auch danach, glaube ich, noch einiges gemacht an Serien. Okay, genau, da kann sie mich dann sitzen und dann bei essen und... Bud, mein Freund. Du bist aber, glaube ich, auch dabei.
Ja. Okay. Dag. Ja, hier sieht's natürlich scheiße aus, aber Freunde, ihr sollt nicht rumholen, ihr sollt's ändern, ne? Ganz einfache Geschichte, ne? So, pass mal auf. Okay, das ist ein echtes, ne? Frauengespräch, ne? Mutter-Tochter-Gespräch, ne? Sieht aber gut aus, geht über Roboters, ne? Das ist, kann man bringen, ne? Jetzt geht's um Bären, das ist vom Allerfeinsten, vom Allerfeinsten. So, pass mal auf, aber Patrick, mein Freund, Spaß ist bei dir weg, dann pass mal auf, dann machst du mal hier ein bisschen. Machst mal ein bisschen spielen, spielst mal ein bisschen Sims Forever, was hältst du davon? Ja, dass du doch deine Pinus noch machen kannst, das wäre eine coole Sache, das, ne? Mhm. Weil der soll ja schon ein bisschen, sagen wir mal, ne, was die Schule angeht, schon ein bisschen hinkriegen. Ne? Okay. Ja, sieht aber gut aus. Das ist genau die Sims. Man sieht die Steuerung hier, ne? Das sieht vielleicht in der Sims 1 aus. Und genau, die ganzen Feuer, ne? Bei Sims 1 sind die Leute bei mir reihenweise verbrannt. Ja, das ist leider so, ne? Ja. So. Gut, wir haben es jetzt hier 20.30 Uhr. Wenn Al Bundy wieder zu Hause ist, wenn der Meister im Hause ist, dann werden wir auch mal den Stream jetzt hier so langsam ausklingen lassen, ne? Und so, pass mal auf, Bud, mein Freund, wie sieht es spaßig aus? Könntest du denn theoretisch jetzt mal deine Hausarbeiten... Wo sind die Hausarbeiten? Wo hat er die Hausarbeiten? Sind das deine Hausarbeiten? Aufstieg, okay. So, pass mal auf, dann mach mal deine Hausarbeiten. Ne? Bud, mein Freund, ne? Du legst ja schon ein bisschen Wert auf deine Bildung, ne? Das ist auch eine gute Sache. Was machst du denn da? Okay, jetzt hört er auf. Naja, gut, okay. Macht der Gute denn auch seine Hausaufgaben regelmäßig? Wir haben ihn jetzt gerade geschickt, Flurry, also das ist regelmäßig, geht glaube ich anders, aber ne, meistens vergesse ich das ja auch, aber okay, das ist jetzt Al Bundy, der ist nach Hause gekommen, das ist schön. Wie geht's ihm? Er ist genauso sauer, als hätte er 8 Stunden im Schuhgeschäft gearbeitet. Ne? Das ist ein, du bist jetzt Sportler, Alter, du bist auf einer Sportlerkarriere. Pass mal auf, Spaß, Energie, dann guck jetzt hier noch ein bisschen Fernsehen. Pass mal auf, hier einen Kanal schauen, Flum. Mach's jetzt mal hier, mach's mal Sportkanal. Kannst du da sitzen? Ich glaube, du kannst da sitzen. Ne? Ich glaube, du kannst da sitzen. Okay. Gut, ist Bud jetzt hier? Bud macht am Hausarbeiten, genau. Leute. Wir machen jetzt hier mal Pause. Ich sage es erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das waren die Sims 4 hier auf Twitch. Wir haben noch die andere Familie, die Glitch-Familie. Da spielt meine Wenigkeit unter anderem mit. Ne? Missy Deluxe ist dabei und ich bin ehrlich, jetzt will ich erstmal die nächsten Streams ein bisschen die Bundys zocken. Ne? Wir werden auch zu den Glitchies nochmal zurückgehen. Ne? Allerdings möchte ich jetzt primär erst nochmal ein bisschen hier die Bundys zocken, weil, wie gesagt, ich habe, glaube ich, zu Beginn gesagt, ich bin ein riesengroßer Al Bundy-Fan und schrecklich nette Familie ist für mich einer der Top-Serien überhaupt gewesen und deswegen ne, möchte ich, weil wir wollen ja aus dem guten L einen richtig guten Sportler machen, also ne, eine sportliche Karriere, das, was er in der Serie nie geschafft hat. Ne? 4 Touchdowns in einem Spiel, ne? So ähnlich war das, glaube ich, ne? Und ja, manchmal anders, manchmal mach mal andere Frauen an. Marlon, aktuell machen wir gar nichts mehr an. Wir machen jetzt hier eine Pause. Ne? Ich sage ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ne? Vielen Dank für die neuen Follower. Ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß in der ganzen Sache. Und dann schauen wir mal, wie sich das ganze Elend hier, ne? Der guten Patrick, ne? Macht da ganz alleine im Müll seine Hausarbeiten. Ne? Ja. Und ne, die drei sitzen hier gemütlich. Ne? Er guckt Sport, ne? Die beiden quatschen irgendwas, ne? Irgendwelche Frauengespräche. Ne? Und ja, nun. Meine lieben Leute, ne? Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao und bis hoffentlich zum nächsten Mal, sagt euer Spielkind 45. Wenn ihr noch nicht bei mir auf YouTube seid, ne, Abo lasst da, das wäre eine coole Sache, ne, dann bin ich, ne, dann verpasst ihr nichts mehr. Ne? Liebe Leute, macht gut, euren Spielkind 45. Ciao, ciao.